Herzlich willkommen an Sie alle, dass Sie es geschafft haben, trotz des Streiks hier so zahlreich zu erscheinen und mit uns auch zu diskutieren, hoffentlich gleich. Liebe Frau Ammer, lieber Herr Zick und lieber Herr Grimm, schön, dass Sie dabei sind. Und wir sind hier technisch so gut geborgen, dass wir, glaube ich, sehr schön miteinander reden können. Und Herr Grimm, das wird auffangen, dass Sie uns zugeschaltet sind. Sie machen einfach mit, als säßen Sie hier mit auf einem dieser bequemen Stühle. Herzlichen Dank. Wo der Mensch ist, ist Gewalt, das sagt man gemeinhin, und die schlimmste Gelegenheit im Krieg kann Menschen zu Bestien machen, dass sie töten, aber Frage, unter welchen Bedingungen? Der Mensch liebt auch, er sorgt, er hat Familie, er kümmert sich um den Nächsten, er singt und lacht und hat tolle kulturelle Kreativität, aber unter welchen Bedingungen? Ein Jahr nach dem Beginn von Putins Krieg gegen die Ukraine, das spüren wir alle, hat diese Kriegssituation mit all den Gräueln, die inzwischen bekannt geworden sind, auch den Folgen, Energiekrise, Inflation, aber auch das, was vorher war, die Corona-Pandemie, die auch ihre Spuren schon hinterlassen hatte, und dann die Klimakrise, die uns ja als großer Hintergrund auch immer weiter begleitet, uns ziemlich dünnhäutig gemacht. Ich nehme an, auch Sie haben das im privaten Kreis bis in die Familie hinein in Diskussionen bemerkt, dass sich Beziehungen tatsächlich, dass man sich trennen muss von guten Freunden, dass Wut hochkocht, Aggression und auch Gewalt. Und ich möchte einsteigen mit einer Bestandsaufnahme und die Frage an unsere Podiumsteilnehmer: Wo stehen wir eigentlich? Sind die Hemmschwellen gesunken, Frau Hamir? Die Wahrnehmung ist gestiegen, würde ich sagen. Also das wäre auf jeden Fall das. Wir nehmen, finde ich, deutlicher die Gewalt wahr und wir reden mehr drüber. Gilt, glaube ich, auch vor allen Dingen für Phänomene, die Sie auch gerade angesprochen haben, die immer schon da waren und jetzt sichtbarer sind als vorher. Und ja, die Hemmschwelle ist auch gesunken, oder sagen wir mal aus unserer Perspektive, die Mischszene, die sich da im Spektrum, das wir vor allen Dingen angucken, das ist ja vornehmlich das rechtsextreme Spektrum, ist größer geworden und die Anschlussfähigkeit ist auch größer geworden. Also es ist leichter oder es sieht so aus, es wirkt so, als wäre Gewalt anschlussfähiger als noch vor einigen Jahren. Professor Grimm, Sie beobachten das natürlich auch mit dem Beschleuniger Social Media, den Medien überhaupt. Kann man davon sprechen, dass die Gesellschaft sich verroter präsentiert als noch vor dem Kriegsausbruch zum Beispiel? Jetzt hören wir Sie leider gerade nicht. Moment. Das lag an mir. Ich habe nicht aufgeschaltet. Ich hoffe, man hört mich jetzt. Jetzt ist alles gut. Okay. Also es gibt auf der einen Seite situationsbedingte Konjunkturen von Gewalt, die einfach durch bestimmte Situationen getriggert sind. Also wir sehen das ja jetzt gerade in der Ukraine, und da sind ehemalige Familienväter plötzlich zu grausamen Sadisten geworden. Und das ist auch nicht kein Einzelfall, sondern das geschieht dann sozusagen in einem gruppendynamischen Zusammenhang. Wenn wir allerdings den größeren historischen Zusammenhang sehen, müssen wir sagen, die Gewalt hat eigentlich immer mehr abgenommen im Zivilisationsprozess. Also das betrifft nicht nur die Kriminalitätsrate, die seit vielen Jahren stagniert oder sogar nach unten geht, sondern das betrifft auch vor allen Dingen sehr gravierende Formen der Gewalt wie Kriege und Ähnliches. Selbst wenn man den Ersten und Zweiten Weltkrieg mit einkalkuliert im 20. Jahrhundert, kann man in einem größeren Zusammenhang tatsächlich von einer Degression, also von einer Abnahme von Gewalt sprechen. Insofern müssen wir diese beiden Phänomene auseinanderhalten. Also unter welchen Situationsbedingungen gibt es Gewalteskalationen, die natürlich tatsächlich offenkundig sind und im Moment auch zu beobachten sind? Und wie sieht das Ganze in einem größeren historischen Kontext aus? Dankeschön, Professor Grimm.
Andreas Zick, die Ansprache, dass sich zwar die allgemeine Kriminalitätsrate gesenkt hat, weniger Gewalt, aber dann in bestimmten Bereichen das plötzlich hochschießt. Es wurde eben schon angesprochen, Sie haben sich ja geäußert zu den Silvesterkrawallen, wo vor allen Dingen die Dienste, die Rettungsdienste, die Polizei, die Feuerwehr angegriffen worden sind, was sehr viele Menschen schockiert hat. Genauso Frau Ameer, die sich ja im Bereich der rechtsextremen Gewalt engagiert. Wir haben mehr als 200 Tote durch rechtsextreme Gewalt seit Beginn der 90er Jahre. Also es geht bis hin zum politischen Mord. Ist das eine Entwicklung, die Sie sehr besorgt? Die besorgt mich, solange wir tatsächlich Forschung im Bereich von Rassismus, Vorurteilen, Menschenfeindlichkeit und auch Extremismus betreiben. Und die besorgt mich natürlich auf der Grundlage von Fakten. In dem kurzen Zeitraum, Jürgen Grimm, ich stelle jetzt mal den Zeitraum etwas enger und gucke in die Gegenwartsgesellschaft. Wenn ich mich jetzt mal nicht auf unsere eigenen Studien beziehe, sondern rein auf Hellfeldzahlen, polizeiliche Kriminalstatistik, Hasskriminalität, in den letzten Jahren angestiegen, Hasskriminalität um 116%, Gewalt gegen Menschen mit anderer sexueller Identität plus 66%, gegen Menschen mit Behinderung plus 82%. In unseren Daten-Mitte-Studien ist es mehr Zeit, Widerstand gegen die aktuelle Politik zu zeigen. Und dann sehen wir die Korrelation zu Billigung und Gewaltbereitschaft, sagen 23% in der Mitte der Gesellschaft. Ja, da stimme ich zu, und 22% teils. Immer wenn wir Zahlen bekommen von Polizeien, von der Deutschen Bahn, die Deutsche Bahn hat jetzt so ein paar Zahlen durchsickern lassen, Gewalt, die wir auch in Schulen haben und so weiter, sehen wir, es gibt schon in den letzten Jahren Gewalt, die sickert nicht überall ein. Das ist nicht jeder Raum. Es gibt Räume, die sind gewaltpräventiv sehr gut aufgestellt. Ja, es gibt Räume, da funktioniert eine Stadtgesellschaft. Für Hannover habe ich jetzt nicht unbedingt die Zahlen dabei. Aber wenn man eine Stadt guckt wie Münster, Stadt anguckt wie Bielefeld, da gibt es eine Gewaltprävention und die funktioniert relativ gut. Aber wir sehen eben, wir haben eine Normalisierung, es sickert ein. Deswegen haben wir 2010 war das, als wir es veröffentlicht haben, unsere Studien zum Ausmaß des Extremismus in der Mitte, des Rechtsextremismus in der Menschenfeindlichkeit in der Mitte, und haben dort dieses Konzept der Verrohung von Gesellschaft, vor allen Dingen Verrohung im Bürgertum, publiziert. Und damals beruhte es auf dem Befund, dass in der Mitte der Gesellschaft sich autoritäre Vorstellungen von Staat und Demokratie, also autoritäre Vorstellungen, der Staat muss hart durchgreifen, all das, was wir jetzt auch bei der Silvestergewalt gehört haben, wir hatten Strafe, Strafe, Strafe. Das heißt jetzt nicht, dass ich gegen Strafe bin. Jetzt nicht vorschnell Schlüsse ziehen, wie das viele dann tun. Aber dass wir so eine autoritäre Vorstellung vom Umgang mit Gewalt, sich dieses verbindet mit einer höheren Gewaltakzeptanz, selbst in bürgerlichen Milieus. Und wir haben jetzt die ganze Corona-Zeit gehabt, also wir hatten mitten im Lockdown und der sozialen Distanz, da ging es um 2 Meter Abstand, wir sollten auf Abstand gehen. Und in dem Moment formieren sich Gruppen, die Gewalt als ein legitimes Mittel betrachten, gegen den Staat vorgehen. Und ich könnte das weiter ausführen, jetzt wissen viele, was mit Reichsbürgerszenen los ist, also die Amadeo-Antonio-Stiftung. Wir haben das schon diskutiert, so in den frühen 2000er Jahren, dass sich da etwas formiert. Wir wissen es nicht, aber wir haben es jetzt endlich in der Bundesregierung auch adressiert als Thema, Waffenbeschaffung. Wir leben in einem Land, in dem sich sehr viele Menschen bewaffnet haben mittlerweile. Also wir gucken immer nur auf bestimmte Formen manifester Gewalt, eben Silvester, wenn das dann zum Ausdruck kommt. Aber in den letzten Jahren haben wir auch gesehen, auf gesellschaftliche Krisen reagiert zum Teil die Gesellschaft mit einer Bewaffnung. Und das sickert mitten ein. Und jetzt letzter Befund. Wir haben Gewöhnungseffekte an Gewalt. Wir gucken nicht genau hin. In unseren Studien zeigt sich, wenn wir zu rassistischer Gewalt befragen, sagen die Leute, naja, aber die Minderheiten sollen noch nicht so empfindlich sein. Da haben wir Indikatoren wegerklären von Gewalt. Wir haben eine Studie durchgeführt in Regionen, wo mehr als 10 Jahre eine organisierte rechtsextreme Gruppe vor Ort ist. Und das ist in einigen Regionen der Fall. Das heißt, es ist ein rechtsextremes Milieu. Rechtsextremismus ist Ideologie von Ungleichwertigkeit plus Gewaltakzeptanz. Und haben dann mal geguckt, was passiert in den 10 Jahren, wenn dort gewaltaffine Gruppen vor Ort sind. Was passiert da in den 10 Jahren
gibt es eine Akzeptanz von Gewalt, ein Wegerklären von Gewalt. Und das wissen wir. Und wir haben jetzt, wir haben ja eine Gewaltpalette, Gewalt gegen Kinder. Wir haben das jetzt aus den Kitas, die ersten Fakten und die Studien. Das ist in der Krise passiert. Häusliche Gewalt, wir sind da noch nicht. Sexueller Missbrauch in Institutionen. Das heißt, ich aus der Gewaltforschung mit einer kurzen Perspektive, Jürgen Grimm, und nicht mit einer längerfristigen, nehme wahr, es funktioniert etwas in der Gewaltrepression. Mord, Totschlag nimmt ab. Und auf der anderen Seite aber müssen wir ja gucken, wonach berechnen wir das Ausmaß. Wir sehen kurzfristig einen Anstieg von Gewalt, aber nicht entsprechende Maßnahmen, um Gewaltrepression ernst zu nehmen. Das heißt, wir sagen dann, naja, dann sollen die Behörden das regeln. Also der Aggressionspegel steigt und durchaus besorgniserregend, wie Sie es dargestellt haben. Herr Grimm, was triggert eine Gesellschaft, dass dieser Pegel steigt? Ist es nur die Krise? Ich sehe da gar keinen Widerspruch zum Andreas. Nee. Weil natürlich er jetzt gerade ausgeführt hat, wie die situationsabhängigen Faktoren wirksam werden. Also ja, die müsste man jetzt benennen. Also es gibt mit Sicherheit eine Zunahme der Gewaltbereitschaft in der rechtsextremen Szene und die macht sich immer mehr bemerkbar und bedroht auch die Gesellschaft insgesamt. Wenn wir das mal von einem soziologischen, von einem gesamtgesellschaftlichen Blickwinkel aus betrachten, dann können wir eigentlich zwei Faktoren benennen, die dabei eine Rolle spielen. Das eine sind Bedrohungsvorstellungen, also es sind und das Carry World Ideen, die sich verbreiten und die eine ganz bestimmte Form der Auseinandersetzung mit dieser Bedrohung hervorbringen. Da gibt es eben eine Variante und die ist eben gewaltzentriert. Übrigens ist es nicht die einzige, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Und der zweite Faktor, den ich hier für wichtig erachte, ist das, ist die Zunahme von anomischen Vorstellungen von Gesellschaft. Anomie bedeutet, dass ich die Gesellschaft als nicht mehr geregelt moralisch gefestigt wahrnehme, sondern einen Verfall von Moral feststelle und auf den reagieren dann manche wie in der Wildnis. Also das ist ein Verlust von Zivilisation, der dann gewissermaßen vorzivilisatorische Verhaltensmuster aufruft. Ja, also in der Wildnis gegen den Säbelzahntiger hat also keine Beschwichtigung und keine Verhandlung geholfen. Da mussten wir weglaufen oder wir mussten kämpfen. Also Fight or Flight nennen das die Psychologen und Evolutionsbiologen. Und das ist natürlich etwas, was jetzt hinterfragt werden muss, wie kommt es dazu, dass diese Phänomene in Teilbereichen der Gesellschaft tatsächlich zunehmen und dabei die ganze Gesellschaft bedrohen. Frau Ammer, wie erleben Sie die entfesselte Aggression, um auf den Titel unserer Veranstaltung zu kommen, in Ihrem Bereich, gerade der rechtsextremen Aggression und Gewalt? Ja, ich finde das zumindest, ich finde das interessant, auch gerade was Herr Kassel. Mikrofon bitte. Nochmal. Ich würde gerne auch genau da nochmal anschließen. Probieren Sie es nochmal. Hören Sie mich? Ja. Da nochmal anschließen an das, was meine beiden Vorredner gerade gesagt haben. Diese, was Sie gerade genannt haben, anomische Situation sozusagen. Also was man ja auch, nur mal mit einer anderen Brille, könnte man zumindest auch versuchen, mal drauf zu gucken, wenn wir überlegen, was ist so stabilisierende Faktoren, ne? Stabilisierende Faktoren, vertrauenssichernde Praxis auch in Gesellschaft ist ja etwas, worauf man sich geeinigt hat. Was kann das gewesen sein? Ich will nicht sagen, dass das erschöpfend damit beschrieben ist, aber aus unserer Perspektive, wenn wir uns jetzt die Historie seit 45 angucken, war immer auch stabilisierend und vertrauenssichernder eine vertrauenssichere Praxis auch für die Demokratie, immer auch strukturelle Momente von Rassismus, immer auch strukturelle Momente von Antisemitismus. Wir haben auch durchgehend Rechtsextreme, wenn auch nahezu unsichtbar, lange, naja, würde ich sagen, für manche unsichtbar vielleicht, sagt nach 45 länger, aber auch Rechtsterrorismus gehabt. Wir haben das Beispiel von Ralf Giordano mit der zweiten Schuld und so weiter. Ich will da gar nicht jetzt in die Historie eingehen, ich will nur sagen, stabilisierende Faktoren, ob man sich als solchen dazu bekennt und das auch als Gesellschaft umarmt oder nicht, oder ob das unter der sozusagen unter der Decke gärt, die sind ja gerade im Wanken, ne? Also wir haben einfach durch
viele Gruppen, die sich Gehör verschaffen durch Sichtbarkeiten von Gewalt, durch Sichtbarkeiten von Verwerfungen, durch Sichtbarkeiten von nicht vorhandener Teilhabe, einfach auch Kämpfe, ne, soziale Kämpfe, die stattfinden, sich Gehör, was auch immer, soziale Bewegungen im Grunde, die immer auch selbstbewusster geworden sind. Und ich würde sagen, das ist auch etwas, was darauf einzahlt, dass wir einfach Gewalt gerade als ein, auch als was, was Verbindendes von, ich sage jetzt mal sehr dichotomisch, von denjenigen wahrnehmen, die, die Angst haben, die sich wehren, Angst haben auch um, um eine sich verändernde Gesellschaft. Und das ist das, was ich auf jeden Fall auch mit ins Spiel bringen wollen würde, dass wir sehen, ich kann sozusagen nichts hinzufügen, also die rechtsextreme Hegemonie, die wir an vielen Orten da, vor allem wo wir hingucken, muss man auch sagen, ne? Also wir reden ja jetzt nicht über alle Sozialräume, aber die Sozialräume, für den, die wir auf jeden Fall angucken, würde ich schon sagen, ist einer der Dinge, die uns beschäftigen, die Akzeptanz, das fiel jetzt auch, ne? Also die Normalisierung ist eigentlich das, was uns am allermeisten beunruhigt, und zwar nicht im Sinne von gleich mitmachen, sondern im Sinne von eine Akzeptanz der Wahl der Mittel. Ne? Also wenn jemand den Kreistag in einem in Grevesmühlen stürmt und das dann auch von VerantwortungsträgerInnen als eine Demonstration beschrieben wird, ist das problematisch, weil da ja auch die Verachtung der Demokratie schon mit drin hängt. Ne? Und das ist so eine Normalisierung. Da geht es also nicht darum, dass jetzt alle den Molotow-Cocktail schmeißen. Und das kennen wir aber auch aus den 90er Jahren. Deshalb würde ich auch dazu stimmen. Herr Grimm hatte das schon gesagt. Herr Zick hat es auch gesagt. Wir haben es ja auch mit Konjunkturen von Gewalt zu tun. Und dass die Akzeptanz dann so weit geht, dass alle Leute, also dass es anschlussfähig sind, ist mir schon wichtig zu sagen, es geht um eine Minderheit, ne, von Leuten, die das also gesamtgesellschaftlich, die das akzeptieren und befürworten, das ist das, was uns beschäftigt. Und das ist eben auch das, um das mal aus unserer Perspektive auch konkret zu benennen. Es geht da ja tatsächlich, Sie hatten das eingangs schon gesagt, mit den 200 Todesopfern rechter Gewalt. Es geht ja einfach für viele Menschen auch darum, dass sie mit Leib und Leben gefährdet sind in den jeweiligen Sozialräumen. Und das ist jetzt gerade nicht weniger, das ist jetzt gerade wieder mehr. Ne, wenn wir in kurzen und aktuellen Zeiträumen denken, ist das gerade wieder stark am Steigen. Und das beunruhigt uns, wenn Sie mich jetzt nach der Perspektive fragen. Sie haben gerade das Wort Minderheit genannt, meinten aber eine Minderheit der Menschen, die sich radikalisiert und Gewalt durchaus befürwortet. Ja, habe ich das richtig verstanden? Das haben Sie, genau, das haben Sie richtig verstanden, weil das ist eine laute Gruppe. Und sie hat sich auch in der Pandemie aus unserer Perspektive auch stark vermischt. Es sind neue Trägerinnen hinzugekommen von außen. Herr Zick hat es ja schon angesprochen, Reichsbürger kennen wir schon sehr lange oder auch völkische SiedlerInnen kennen wir schon sehr lange. Auch die Anthroposophenszene in Teilen ist jetzt auch nicht ganz neu da drin. Wir haben auch schon in den Nullerjahren darüber gesprochen, inwieweit Bioanbau, also auch rechtsextreme Biobauern Teil der Siegel sind und wie man das bearbeiten kann. Also das ist ja ein vielfältiges Milieu, das sich aus vielen, vielen Sachen zusammensetzt, und dennoch ist es wichtig zu sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass wir von einer Mehrheit der deutschen Gesellschaft sprechen, die das alles befürworten. Es ist einfach eine laute Situation. Genau, abgesehen davon, dass es sehr anschlussfähig geworden ist. Ne? Das ist das auch, was bitte sofort reagieren, Herr Zick. Ja, darf ich eine Ergänzung? Und das ist etwas, worüber mir, deswegen gefällt mir das, über entfesselte Gewalt zu reden. Das passt eigentlich, ist ein wunderschönes Bild. Weil wir haben Gruppierungen, die weit in die Mitte reinreichen, die sagen, ja, wir legen jetzt die Fesseln ab. Wir wurden gefesselt. Unsere Rechte wurden beschnitten und so weiter. Ist ja auch de facto passiert. Also meine Rechte wurden zumindest eingegrenzt, weil wir Regeln hatten und so weiter während der Corona-Zeit und so weiter. Und wir natürlich in einer Demokratie immer mit Regulation. Und Krisenzeiten sind Zeiten starker Regulation. Das ist ja eine Herausforderung, dann auch unsere Krisen zu steuern. Aber was wir den Daten sehen, ist, es gibt eine Norm. Und diese Norm kennen wir alle. Und die bringen Eltern ihren Kindern bei. Gewalt ist ein No-Go. Was es aber daneben auch gibt, ist eine Akzeptanz von Gewalt in dem Ausmaß einer Bagatellisierung. Ja. Und die ist doch relativ weit verbreitet. Deswegen habe ich es gerade noch mal genannt. Wir sehen in unseren Daten, es ist mehr Zeit, Widerstand gegen die aktuelle Politik zu zeigen. Das ist eine neue Form einer Einstellung, die wir finden in so einem autoritären, auch sehr national orientierten Stimmungsbild. Da stimmen nur 23% direkt zu in einem Interview. 22% sagen teils, teils.
wenn wir das zusammenzählen, haben wir ein Ausmaß an einer Gewöhnung, einer Bagatellisierung. Und das sehen wir in vielen Daten. In vielen Daten sehen wir, ja, die Menschen wissen die Norm, sie können sie auch reproduzieren. Aber wenn es darum geht, mal zu sagen, was können wir denn gegen Gewalt tun, was sollten wir denn tun und so weiter, dann sehen wir, dass dann die Verantwortung abgegeben wird. Und dann kommt etwas, was Jürgen Grimm richtig gesagt hat. Der Effekt, Jürgen Grimm, ist besonders stark im Osten. In unseren Daten zeigt sich, dass solche völkischen, autoritären Vorstellungen, die neu sind, die auch nicht mehr einfach klassisch nur rechts sind und klassisch nur gewaltaffin sind, sondern die sich mischen mit Verschwörungsorientierung und so weiter. Wir merken, wenn wir selbst reingezogen wurden in die Vorstellung, da passiert irgendwie gerade etwas, wir stehen irgendwie alle unter dem Einfluss von was anderem. Was wir sehen tatsächlich, es bildet sich ein anomisches Gefühl aus. Und das ist besonders stark, das erklärt besonders stark diese autoritären Vorstellungen, gewaltorientierte Vorstellung im Osten. Das heißt, die Vorstellung, ich weiß gar nicht, nach welchen gesellschaftlichen Regeln gespielt wird. Und das ist ein Tor für Gewalt. Wenn ich das denn nicht weiß und wenn ich dann noch daran glaube, und jetzt ist der, aber der zentrale Punkt, wo ich lebe. Denn das verunsichert viele. Verunsichert sind viele. Ich habe im Vorfeld gesagt, wir haben eine große Studie durchgeführt im letzten Jahr direkt nach Kriegsbeginn, die sogenannte Bielefelder Friedensstudie. Wir werden das jetzt bald veröffentlichen, das müssen wir leider nebenbei alles machen, wo wir gesehen haben, egal ob die Leute pro-russisch, pro-ukrainisch sich im Frieden und so weiter Sorgen machen, die Verunsicherung, die Ungewissheit ist bei allen relativ hoch. Und in dem Moment kommt es auf den Kontext an, in dem ich lebe. Und wenn mir dann in dem Kontext gesagt wird, es ist noch viel schlimmer, als du denkst. Deine Freiheit wird hier beschränkt. Und das Schlimme wird über Verschwörungsmythen erzählt. Dann fange ich an, diese Bedrohung noch weiter stärker wahrzunehmen. Und je stärker die Bedrohung ist, umso mehr öffne ich mich. Und das sind klassische Radikalisierungsprozesse. Und diese Radikalisierungsprozesse, die sehen wir. Die sehen wir und die sehen wir ganz manifest in der Kriminalstatistik. Das ist ja keine Erfindung von mir. Das sind Hellfelddaten, von denen wir aber wissen, es sind Hellfelddaten. Das heißt, das Dunkelfeld ist viel, viel höher. Und all die Phänomene kennen wir aus dem Bereich der häuslichen Gewalt, der Gewalt gegen Kinder. Erst wenn etwas ins Hellfeld kommt, sehen wir auf einmal, was dahinter alles stattfindet. Wir wissen ja nicht, was hinter den Gardinen alles an Gewaltformen passiert. Und dieses Einfallstor, diese Idee, Freiheit ist eingeschränkt, wir müssen die Fesseln ablegen, wir müssen Widerstand zeigen. Ja, da leben wir heute in einer Zeit voller Ungewissheiten, wo es Gruppen etwas einfacher haben, mit Gewalt und auch mit dem Erleben von Gewalt Menschen zu organisieren und ihnen Legitimation zu geben. Professor Grimm, Sie beschäftigen sich seit 25 Jahren mit Gewaltforschung. Wenn Sie die Verunsicherung von einer Gesellschaft durch solche Krisen wie jetzt einmal versuchen zu quantifizieren, wie groß ist der Anteil derer, die sich stark verunsichern lassen und anfällig sind für Radikalisierungen und möglicherweise auch Gewalt oder dass es sogar in tätliche Gewalt umschlagen kann? Also in unserer Corona-Studie haben wir ungefähr ein Drittel ermittelt, die sich durch Verschwörungsmythen ansprechbar zeigen auf der einen Seite. Und da ist eine hohe Korrelation auch ins rechtsextreme Milieu gegeben. Also was eigentlich der Kern der Radikalisierung darstellt, ist der Umgang mit Bedrohung. Und da gibt es dann diesen Reflex des Cocooning, will ich es mal nennen, also sich zurückzuziehen in irgendeine Nahgemeinschaft, die aber gleichzeitig, und das ist der springende Punkt, auf die Bedrohung auch mit Feindbildern reagieren. Also man macht eine Verantwortungszuschreibung, also im Zweifelsfall in Corona war es dann immer Bill Gates, und dadurch kommt man in eine Drift der Bedrohungsverarbeitung, möchte ich es mal nennen, die eine aggressive Konsequenz zeitigt. Das ist übrigens kein Naturgesetz. Also ich kann auf Bedrohung auch mit einer, ich sag mal, realistischen Gefahrenanalyse reagieren. Und das hat die Mehrheit, nämlich die zwei Drittel, die wir in unserer Corona-Studie befragt haben, auch tatsächlich getan. Aber ein Drittel hat eben diese Gewalttrift und diese Anschlussfähigkeit ins Rechtsextreme gezeitigt. Ob das jetzt die Mitte der Gesellschaft ist oder nicht, will ich hier gar nicht mal behaupten. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob die Bagatellisierungsthese hier so ohne weiteres reinpasst, weil mein Eindruck ist, dass es eigentlich eine Mischung aus Bagatellisierung und Dramatisierung von Bedrohung ist. Ja, also ich kann auf der einen Seite
die Gefahren der Pandemie spüren. Und da sind ja auch wirklich viele krank geworden und sind sogar gestorben. Auf der anderen Seite gab es aber dann diese Phänomene der Bedrohungsverschiebung. Also ich glaube nämlich, dass man dann statt sich durch den Coronavirus bedroht zu fühlen, sich durch die Corona-Maßnahmen bedroht fühlt, die dann die Freiheit beschränken etc. Also das sind alles Phänomene, die haben etwas mit dem Umgang mit Bedrohungen zu tun. Und ich glaube, dass hier der springende Punkt ist, wo man bestimmte Gabelungspunkte identifizieren kann, an denen es dann tatsächlich in Richtung Radikalisierung und auch Gewaltbereitschaft geht. Frau Amir, wir haben jetzt gerade nach den Silvesterkrawallen war es besonders stark gesehen, dass diese Verunsicherung, mit der viele Bürger, und ich glaube, das geht weit in bürgerliche Kreise hinein, mit rassistischen Reaktionen, Vorurteilen, die Frage, warum darf man nicht fragen, nach dem Vornamen fragen, es waren hauptsächlich Migranten, die dahinter stecken, dass also der Versuch, sich abzugrenzen, was Professor Grimm gerade angesprochen hat, dazu führt, dass man sich einerseits Sicherheit verschaffen möchte, andererseits aber auch andere ausgrenzen. Was bedeutet das für den Bereich, in dem Sie tätig sind? Sie haben ja lange Jahre die Aktion Schutzschild der Amadeo-Antonio-Stiftung betreut. Was beobachten Sie da an neuem Potenzial? Na, vor allen Dingen ist das ja genau der Punkt, das, was Professor Grimm gesagt hat, das ist kein Naturgesetz. Und das ist das, was sich auch nicht verändert hat. Also da, um nochmal sozusagen auch auf die Genese der Bundesrepublik und dann später in den 90ern im geeinigten Deutschland diese Rede von wenn dann, also wenn es mir schlecht geht, wenn ich Ängste habe, wenn ich in Krisen bin, dann ist es mehr oder weniger ein Naturgesetz, dass ich Unterkünfte anzünde, dass ich mich wehren muss. Ne, also das wurde ja jetzt hier auch schön von beiden Kollegen gesagt, der Ruf nach Freiheit, der dann eigentlich Autoritäres will. Ne, also am Ende ist das ja ein Widerspruch. Ich will die Fesseln sprengen, um geführt zu werden. Und eigentlich hatten wir uns darauf verständigt in der Moderne, das versteige ich mich jetzt mal zu sagen, dass wir im Ganzen aufgehen nicht mehr wollen. Also dass das nicht trägt, das im Ganzen aufgehen. Deshalb haben wir auch einen Bundespräsidenten, der eine repräsentative Figur ist und keine, die eine ganze Macht wirklich bündeln kann. Und das ist ja etwas, was wir jetzt wieder verstärkt wahrnehmen und wo ich auch total zustimmen würde. Also eine Mischung aus Bagatellisierung und Dramatisierung, wenn ich jetzt wieder mit einem Beispiel kommen darf, um auf Ihre Frage zu antworten. Also wir haben es ja jetzt gerade in den letzten Wochen erlebt, dass Bürger danach rufen, die Stadtmauern zu schließen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, sagen, dass sich das komisch anhört, ist das wirklich so gemeint? Also wir reden von Stadtmauern, die sozusagen noch mittelalterliche Städte nachempfinden oder noch bestehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die wirklich dicht schließen können an jeder Stelle der Stadt, um die es hier geht, aber dass die Forderung ist, lassen Sie uns die Stadttore bitte schließen, weil die Geflüchteten, die vor den Toren wohnen, in den Containern und in den Unterkünften, die sollen nicht mehr in die Stadt kommen, wir müssen uns schützen. Es gab Aufrufe zur Bewaffnung, man müsse sich schützen. Und da rede ich jetzt nicht, klar, ich rede immer noch von einer Mischszene, aber ich rede eben auch von Lösungsvorschlägen für einen Umgang, ja, mit was, ganz konkret, um jetzt diese Situation zu benennen, mit der Unterbringung von geflüchteten Personen, die, dazu hat sich Deutschland verpflichtet, aufgenommen wurden. Ne? Also es war sozusagen nicht ein Bedrohungsszenario wie im Sinne von Dramatisierung, wo wir jetzt denken würden, da kommt irgendwie die Tsunami-Welle, wie das jetzt vielleicht bei Umweltkatastrophen oder Naturkatastrophen so ist, aber die Imagination ist, wenn wir die Mauern schließen, dann sind wir sicher, was ja, also genau, ich glaube, das versteht jeder, wie absurd das ist und wie das überhaupt nicht auf die Anforderungen von gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen und Demokratie einzahlen kann und es auch nicht nachhaltig ist. Und das finde ich halt auch interessant im Hinblick auf die ein Drittel, von denen Professor Grimm sprach, die Fesseln sprengen wollen und nach dem Autoritären rufen, dass die ja auch nie Lösungen haben. Also wenn Sie mich fragen, womit sind wir konfrontiert, dass diejenigen, die gar keine Lösung anbieten, aber auf jeden Fall wissen, dass wir so viele Probleme haben, dass wir unsere Stadtmauern schließen müssen, weil wir uns anders nicht mehr retten können, dass die tatsächlich sehr, nicht nur sehr laut sind, sondern dass die damit auch Leute erreichen in der Frage von, wie löse ich meine Probleme. Und das stellt uns vor große Herausforderungen, weil das ist nicht das, auf was wir uns geeinigt haben. Und das ist auch für mich keine politische Meinung, sondern das ist das, was im Grundgesetz steht. Und das finde ich beunruhigend. Also dass es da in Stadtgesellschaften, auf kommunaler Ebene, in Stadtgesellschaften,
Stadtratsversammlung wirklich diskutiert wird, schließen wir jetzt unser Stadttor oder lassen wir es offen? Und das ist nicht das, wofür wir angetreten sind, ne? Auch nicht auf kommunaler Ebene. Die geschlossenen Stadttore, das ist eine überschießende Reaktion. Ähnlich ist es auch, wenn gefordert wird nach Klimaprotesten, dass verglichen wird, dass mit dem RAF-Terrorismus Parallelen gezogen werden und sogar Klimaaktivisten präventiv in Haft genommen werden, also ein höchst umstrittener Rechtsumstand in Bayern. Herr Zick, wie sehen Sie das? Ist das eine Überreaktion? Ein nicht mit klarkommen mit der Situation? Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich mich jetzt möglichst sachangemessen dazu äußere, weil ich lebe in einem anderen Bundesland. Das hat eine gewisse Tradition im Umgang mit Gewalt in Bayern, weil in Bayern gibt es ein sehr autoritäres Verständnis von Gewalt, es gibt ein sehr autoritäres Verständnis auch von Extremismus. Und der hat sich jetzt da ausgewirkt. Also wir wissen ja, dass es in Bayern auch im Umgang, gerade mit ideologischen Phänomenen, noch Nachholbedarf ist. Im Verständnis, in der Analyse. Aber das ist für mich so ein Ausdruck gewesen, genau unseres Denkens und was weit verbreitet ist, auch in der Spitzenpolitik, auf Gewaltereignisse mit Androhung von Strafe zu reagieren. Also was mich sehr umgetan hat, ich bin ja gezwungen, als Gewaltforscher erstmal Gewalt auch zu verstehen. Ja, und bevor jetzt alle sagen, wenn der das passiert mir sehr oft, ich versuche Gewalt zu erklären, dann kriege ich ganz viele Briefe, sie legitimieren nur die Gewalt. Was ein Fehlschluss ist, aber da können wir auch mit leben. Aber was mich sehr, sehr umgetrieben hat, ist, dass wir an einem Punkt gekommen sind, politisch, wo auf bestimmte Formen von Gewalt mit Strafe, Härte, Verfolgung reagiert wird. Etwas, was den Rechtspopulismus sehr stark gemacht hat. Der Rechtspopulismus ist stark geworden mit einem überbordenden Sicherheitsversprechen. Wenn etwas passiert, dann gehen wir dem nach und wir versprechen euch, für Deutsche gibt es maximale Sicherheit. Damit ist er stark geworden. Und das sickert auf einmal, dieses Autoritäre, also Menschen da in Beugehaft zu nehmen, unter Terrorismusverdacht zu stellen, bei dem Delikt, wo selbst die Gerichte, die ja unabhängig sind, zum Glück, also ich freue mich mittlerweile immer mehr, wie unabhängig die Gerichte sind, weil die Politik immer mehr auch den Gerichten Ansage machen will, dass wir diese Gewaltentrennung haben, die hilft uns ja sehr, wo die sagen, das geht schlichtweg nicht. Der Rechtsweg ist unsicher, all das geht nicht. Aber was mich dabei interessiert hat, ist, dass jetzt zunehmend, auch bei der Silvestergewalt, das Interesse an dem Gewaltverstehen ja überhaupt nicht primär relevant ist. Wir können als Gesellschaft etwas lernen, wenn wir Gewalt verstehen. Das ist, was die Gewalt uns mit auf den Weg gibt, ist, lernt aus der Gewalt, so bitter das ist und so zynisch das ist. Aber das passiert nicht, sondern wir sagen Strafverfolgung, Strafverfolgung, Strafverfolgung. Dann komme ich dahin und dann sage ich, ja, Strafverfolgung, Strafverfolgung. Aber wir leben in einem Land, wo wir sagen, die Strafverfolgung angemessen, sodass es eine zweite Chance für Menschen gibt, eine Resozialisierung. Das kommt nicht mehr vor. Das kommt einfach nicht mehr vor. Dann hören wir etwas, jetzt werde ich wieder politisch, bei jeder Form von Gewalt, sei es sie migrantisch oder sie kommt aus bestimmten Milieus und beim Linksextremismus auch, schonungslose Aufklärung. Schonungslose Aufklärung. Jetzt reden wir in feste Gewalt hier heute Abend. Was ist während der Corona-Zeit passiert mit der schonungslosen Aufklärung der Gewalt gegen Kinder, der Gewalt gegen Frauen, der Gewalt gegen systemrelevante Berufe, der Gewalt gegen alte Menschen, die in Altersheimen unter sehr unsäglichen Bedingungen gelebt haben, der Gewalt von Menschen, die im Krankenhaus diese Situation durchaus dramatisch erleben und all diesen verschiedenen Facetten von Gewalt, der Pöbeleien. Wir sehen mitten in der Corona-Krise, auch wieder Daten, die wir erhoben haben, diesmal bei Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, eine sichtbare Corona, was stieg an? Rassismus gegen Menschen, die asiatisch aussehen, denen das zugeschrieben wird. Wir sehen, 40% der Leute sagen, wir trauen uns nicht an öffentliche Plätze, wir sind da vorsichtig und so weiter. Das heißt, dieses Paradigma, dieses politische Sicherheit herstellen und schonungslos aufklären, bleibt dann irgendwie so ein Slogan, der zu nichts führt, zu keinen Lernprozessen führt, zu keiner Analyse führt, uns auch nicht befähigt, tatsächlich dort etwas zu machen.
Wir haben darum gebeten, es war irgendwie mein letzter Brief dann ins Bundeskanzleramt, ja, wir reden über bestimmte Formen von Gewalt. Warum haben wir nicht für bestimmte Bereiche der Gewalt dann entsprechende Kommissionen, die uns die Daten geben und wir das systematisch aufarbeiten können? Wir haben keine Kommission zur Aufarbeitung rassistischer Gewalt. Aber wir sagen, nein, das wollen wir nicht. Das heißt, gesellschaftlich muss geguckt werden, ist denn die Idee, sich wirklich mit Gewalt zu beschäftigen, führt sie denn zu Lernprozessen und führt sie dazu, dass wir Gewaltprävention stärken? Letzter Punkt, wir gehen in Kommunen rein, die von Gewalt betroffen sind. Kandel, haben wir wissen alle, was Kandel ist, also wo Kandel ist. Nee, vielleicht nicht, Rheinland-Pfalz. Aber Sie können sich erinnern, ein Geflüchteter, seine Ex-Freundin erstochen und so weiter. Und Kandel wird zu einem Ort sehr rabiater, radikaler Demonstrationen und Auseinandersetzungen. Wer geht dahin und bietet was an zur Aufarbeitung? Wir gehen in die Kommunen rein und was sehen wir? Die Akteure, die die Gewalt regulieren sollen, das sind nicht nur die Polizeien, das sind auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Kommunalpolitiker, sind selbst die Angegriffenen. Das heißt, die regulierenden Instanzen werden zunehmend auch selbst angegriffen. Und das heißt, der Mechanismus, den wir dann haben, und selbst wenn ihr als NGO reingeht, ja, die Leute aus der Stiftung in bestimmte Räume schickt, um dort auch eine Analyse zu machen und eine gute Prävention, also eine Rechtsextremismusprävention ist immer auch eine Gewaltprävention, sie werden zunehmend selber geraten, sie dort hinein, und wir haben keinen Mechanismus, das aufzuhalten. Und deswegen glaube ich, passt das, wenn wir als Gesellschaft an dem Abend sagen, ja, wir interessieren uns dafür, sind wir bereit, die unterschiedlichen Fälle und Formen der Gewalt tatsächlich aufzuklären, schonungslos, die Daten zugänglich zu machen, uns auch in der Forschung zugänglich zu machen. Das ist gar nicht so einfach. Wir versuchen, an Menschen heranzukommen, die getötet haben, Menschen, die versucht haben, andere Menschen zu töten, aus ideologischen Gründen. Das ist nicht so einfach in Deutschland, dafür entsprechende Fördermaßnahmen und Zugänge zu bekommen. Das ist wahnsinnig schwierig. Das ist ein Knochenjob. Ich leite ja so ein Institut. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer so raten kann, genau diese Forschung zu machen, weil wir dort einfach nicht hinreichend Unterstützung haben. Warum? Weil wir sagen, naja, das ist doch staatliche Aufgabe, behördliche Aufgabe. Aber was, wenn die Behörden selbst die Angegriffenen sind? Die Behörden sind einerseits selbst die Angegriffenen, dann aber auch staatlicherseits gibt es wiederum mindestens sprachlich gewalttätige Antworten, ja, auf Gewalt. Also es sind auch zwei Seiten einer Medaille. Ja, absolut, über Hate Speech haben wir ja nicht geredet, aber wir haben immer gesagt, arbeitet das auf in der Forschung. Wir wissen, wir können sehr gut indikatorisieren, was Hate Speech ist. Die Forschung ist sehr, sehr weit. Und dann sitzen wir mit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten zusammen und die sagen, ach du Herrje, wir kriegen Aktenberge, die wir nicht mehr bearbeiten können. Ja. Das heißt, diese politischen Bekenntnisse, wir greifen durch und schonungslose Aufklärung und all das, gesellschaftlich sehen wir das nicht. Und das ist schwierig, das ist auch für Täterinnen und Täter immer wieder tatsächlich, sie kriegen das mit, Gewalt wird kommuniziert, die wird in sozialen Medien kommuniziert. Was wir in Berlin gesehen haben, ist eine Kommunikation und auch eine Tradierung und eine Kulturalisierung von Gewalt, die wir jetzt in den Social Media haben, die für eine Gesellschaft nochmal eine ganz besondere Herausforderung ist. Das ist ein Schallverstärker, die Medien in diesem Fall. Ich würde gerne diesen unseren ersten Teil hier, die Bestandsaufnahme, wo stehen wir, Professor Grimm, nochmal abrunden und fragen, wenn die Antworten immer autoritärer werden, wir hören, die Einlassungen werden immer schriller, hat es tatsächlich zu tun mit diesem großen, überwölbenden Thema des Krieges, der seit einem Jahr uns jeden Tag auch begleitet, wo wir schreckliche Nachrichten bekommen, die Angriffe auf Kommunalpolitiker, die politischen Morde im rechtsextremen Bereich, die gab es ja auch vorher und das ist schlimm genug. Ist das jetzt nochmal beschleunigt, nochmal verschlimmert? Wen haben Sie angesprochen? Sie. Ah, super. Ja, also ich gehe davon aus, dass nicht alleine der Ukraine-Krieg hier der Treiber ist, natürlich unter anderem, sondern wir haben es mit einer multiplen globalen Krise zu tun. Denken Sie im Zusammenhang an Klima, aber auch die Pandemie ist ja noch nicht, naja, ist sie jetzt rum oder nicht, darüber streiten sich einige Fachleute noch.
Und wir haben natürlich auch mit Demokratiekrisen zu tun, die fast schon globale Ausmaße angenommen haben. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine Situation, in der diese Krisenhaftigkeit in irgendeiner Weise bewältigt werden muss. Also ich würde auf keinen Fall hier alles auf den Krieg in der Ukraine schieben wollen, der natürlich hier nochmal die Möglichkeit für Gewaltlösungen vor Augen führt, aber natürlich eher im Sinne, dass wir uns vor einer Eskalation und möglichen Atomkriegentwicklung fürchten, als darin, dass wir uns sozusagen an diese Szenarien gewöhnen würden. Also ich gehe davon aus, dass das Krisenmanagement, und das ist jetzt vielleicht der entscheidende Punkt, darüber entscheidet, ob die Bevölkerung, die ja, wie wir gesagt haben, tendenziell in einen anomischen Zustand sich hinentwickelt, ob die noch das Gefühl hat, dass die Politiker in der Lage sind, diese Krisen zu bewältigen. Also wir haben eine Zunahme nicht nur des anomischen Gefühls, alles geht sozusagen drunter und drüber, sondern auch des Gefühls, dass die Politik insgesamt der Größe der Krisen nicht gewachsen ist. Also ich sehe das unter anderem an der Bewertung von Karl Lauterbach, der ja vor seinem Ministeramt sehr wohl gelitten und auch in den Medien immer als der Mahner dann auch akzeptiert wurde. Da gab es auch schon polarisierte Positionen und dann jetzt im Grunde verantwortlich sein soll im Nachhinein für all die Fehler, die gemacht wurden. Also da gibt es dann gewisse Übersprungshandlungen, die aber damit zu tun haben, dass insgesamt der Eindruck wächst, dass Politiker nicht in der Lage sind, und zwar meine ich jetzt die gesamte Klasse der Politiker, nicht in der Lage sind, die Probleme der Bevölkerung zu lösen. Und das müssen wir auch ernst nehmen, glaube ich, weil das hat eine objektive Seite. Diese Krisen sind ja nicht erfunden oder dramatisiert oder verharmlost, sondern die sind real da und wir brauchen dafür Lösungen. Und solange die Politik nicht in der Lage ist, hier glaubwürdigere Konzepte anzubieten, die auf dem Niveau dieser Krisen sich auch bewegen und nicht nur kleine Detailkorrekturen beinhalten, haben wir das Problem, dass es eine lautstarke Minderheit gibt, die natürlich dann nach den berühmten autoritären Führer fragen. Also ich warne davor, das sozusagen als einen autochthonen Prozess zu sehen, der gewissermaßen das Autoritäre einfach nach oben spült, sondern das hat auch etwas mit der Realität zu tun, in der wir leben, die von multiplen Krisen gekennzeichnet ist. Dankeschön. Ich möchte Sie hier im Publikum fragen, möchten Sie den Podiumsteilnehmern an dieser Stelle schon mal ein paar Fragen stellen? Dann bitte, nur zu. Keine Scheu. Dann brauchen Sie es nicht so lange aufheben. Bitte, der Herr in der Mitte. Frau Wetzel kommt zu Ihnen mit Mikro. Ja, das Thema heißt, wie entsteht Gewalt? Wir müssen aber auch mal bedenken, wie entsteht Gewaltbereitschaft? Und da hat uns in den letzten Jahrzehnten die Neurowissenschaft und Neurobiologie eigentlich sehr viel weitergebracht. Das nämlich bereits beim neugeborenen Säugling, Kleinkind und dann in der Jugend die entsprechenden Muster im Gehirn gelegt werden, die auch für Gewaltbereitschaft, das muss nicht alles immer sein, aber die schon dafür prädestinieren. Das fehlt mir noch ein bisschen. Dieser Aspekt, der eigentlich ja von den Eltern oder von den Erziehern auf die Kinder übertragen wird. Und das ist etwas, was sicher noch vor 100 Jahren im Bewusstsein keine Rolle gespielt hat. Aber wir wissen heute, welche Bedeutung eine gute Bindung von Kindern an ihre Eltern bedeutet, die dann, wenn sie nicht vorhanden ist, zu Vernachlässigung, Misshandlung führt und dann eben einfach ganz große Narben im Gehirn lässt, die dann wieder in Gewalt sich äußern können. Möchten Sie direkt dazu einsteigen? Oder wollen wir noch ein bisschen sammeln? Das war jetzt keine Frage, sondern tatsächlich eine absolut sinnvolle Ergänzung. Also hier sitzt ein habilitierter Psychologe, das ist wunderbar, aber ich traue mich jetzt nicht in die Neurowissenschaft. Ich weiß nicht, ob Jürgen Grimm da reingeht. Also wir wissen tatsächlich aus der Gewaltforschung, das ist auch etwas, was jetzt ja sichtbar wird, ist, Gewalt vererbt sich. Wir haben die epigenetischen Phänomene, auch die Kriegssituation jetzt. Das können wir jetzt schon deutlich sagen. Wenn Sie jetzt in der Ukraine leben und den Krieg miterleben, werden über Generationen hinweg epigenetische Phänomene sich in den neurologischen Spuren niederbrennen. Und jetzt kommt es darauf an, wie wachse ich auf?
ich bin verantwortlich für die Sozialisationsforschung auch an der Universität Bielefeld und wir wissen, dass das Dispositionen sich ergeben. Sie haben vollkommen recht, vor dem Verhalten liegt die Bereitschaft. Das muss sich erstmal, wir müssen gucken, wie sich Bereitschaften ausbilden. Das ist auch ganz wichtig für die Prävention. Wo, in welchen Situationen, unter welchen Umständen ergeben sich bestimmte Bereitschaften? Weil da können wir präventiv handeln. Und da wissen wir, dass natürlich diese Bindungs-, Beziehungsqualität und so weiter eine ganz große Rolle spielt. Deswegen spielt auch bei der Deradikalisierung von Gewalttäterinnen und Gewalttätern, da wissen wir sehr viel aus dem Bereich der Deradikalisierung bei ehemaligen Terroristinnen und Terroristen, spielt das Wiederherstellen in sichere Netzwerke eine ganz immense Rolle. Das spielt eine enorm immense Rolle, wieder Bindungsqualität in bestimmte Netzwerke, die eben nicht gewaltbereit sind, herzustellen. Und das, glaube ich, da ist unser Wissen wirklich gut. Was wir noch nicht richtig verstehen, sind die Wechselwirkungen. Weil wir würden immer sagen, gewaltbereit werde ich dann, wenn in meiner sozialen Gruppe diese Gewaltbereitschaft ein Teil der Norm ist. Wir wissen bei der Radikalisierung, ich kann Menschen zu Mörderinnen und zu Mördern machen, indem ich in der Gruppe sie dazu forme, indem ich Normen vermittle und so weiter. Wir wissen jetzt aus der Traumaforschung, die sich beschäftigen, neurowissenschaftlich mit diesen Phänomenen, bei ehemaligen Kriegssoldatinnen und Soldaten, bei Kindersoldaten, aus der Forschung von Herrn Elwert und so weiter, da gibt es relativ viele Forschungsergebnisse, dass wir diese posttraumatischen Störungen, die anfällig machen für Gewalt, dass wir besser verstehen müssen, das sind kollektiv geteilte Traumata. Das sind nicht nur individuelle Spuren, sondern die Gewaltbereitschaft steigt, wenn ich dieses erlebt habe mit anderen zusammen. Und wenn sich das sind diese kollektiven, geteilten Traumatisierungen. Deswegen suchen ja auch gewaltbereite Gruppen Gewaltbereite auf, weil sie ein Gespür dafür entwickeln, wo sie traumatisierte Personen finden, die gerade diese starken Anteile sozial geteilter Traumata erleben. Insofern war das eine wichtige Ergänzung. Ich habe versucht, das nochmal ein bisschen klarer zu machen, dass wir über die Wechselwirkung, Jürgen Grimm hat das gesagt, von Situation, von Disposition und von den Gewalträumen verstehen müssen. Individuen in diesen sozialen Konstellationen, in bestimmten Situationen, in bestimmten Räumen. Das müssen wir zusammendenken und dann kommen wir eben einer Analyse und Erklärung von Ausbildung von Gewaltabsichten näher. Jürgen Grimm zur Gewaltbereitschaft. Ja, also ich habe ja vorhin schon mal den Fight-Flight-Mechanismus angesprochen, der evolutionsbiologisch verankert ist. Also das ist eigentlich ein universelles Verhaltensmuster, das wir im Übrigen schon mit Reptilien teilen. Also auf Gefahrensituationen mit Kampf oder Flucht zu reagieren, ist uns gewissermaßen einprogrammiert. Und das Ganze ist aber, das muss man dazu sagen, neokortikal überformt. Das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten, dieses Potenzial zu kontrollieren. Und was wir feststellen bei denjenigen, die dann zu Gewalttätern werden, ist, dass diese Kontrollen versagen. Und Andreas Zick hat schon einen Faktor angesprochen. Dabei spielt die soziale Desintegration eine ganz entscheidende Rolle. Das heißt, wenn ich aus einem Verband des Aufgehobenseins, das heißt jetzt der Familie oder der Gesellschaft, herausfalle, dann werden diese Kontrollen im neokortikalen Bereich schwächer und der Fight-Flight-Mechanismus hat gewissermaßen größere Chancen, sich zu manifestieren. Und der zweite Faktor, der auch eine evolutionsbiologische Seite aus meiner Sicht hat, ist, dass wir ja moralische Wesen und soziale Wesen sind und dass wir aus dieser Quelle heraus, Platon hat es auch mal so genannt, auf Thymusverletzungen, also immer wenn wir das Gefühl haben, es geschieht etwas Ungerechtes, unglaublich empört und notfalls auch aggressiv und gewaltsam reagieren. Also Lynchjustiz ist genau aus dieser Quelle entstanden, historisch gesehen, und muss dann natürlich auch eingehegt werden. Also da sehe ich eine Analogie. Fight-Flight-Mechanismus ist ohne kortikale Kontrolle quasi eine explosive Struktur, die jederzeit in Gewalt münden kann. Da müssen wir eben diese neokortikalen Kontrollen verstärken. Und das Zweite ist aber, was vielleicht eher überraschen mag, die Moral, die uns im Übrigen gar nicht als Menschen alleine auszeichnet. Also da bin ich jedenfalls Evolutionsbiologe genug, um das zu behaupten, dass auch Tiere teilweise Moral haben. Also zum Beispiel unsere Papageien daneben an, reagieren ziemlich böse,
wenn sie das Gefühl haben, sie werden benachteiligt. Also da ist da dann im Grunde die Vorzugshaltung dem einen Vogel gegenüber die Ursache dafür, dass man dann einen unter Umständen kräftigen Schnabelhieb erhält als Mensch, der mit diesen Artgenossen, also mit diesen andersartigen Wesen versucht, eine Gemeinschaft zu bilden. Und das scheint mir auch eine Universalie zu sein, die kontrollbedürftig ist. Also das müssen wir einfach sozusagen als evolutionsbiologische Erbmasse akzeptieren. Das ist da, das Gewaltpotenzial. Wir sind aber auch soziale Wesen und können das kontrollieren. Und ebenso ist es mit Moral. Der moralische Furor ist natürlich die schwarze Seite, die negative Seite des moralischen Denkens. Wir brauchen moralische Reflexivität. Wir müssen gewissermaßen auch unsere Moralreaktion, die übrigens bei Radikalen ganz besonders intensiv normalerweise ausfallen, die sind immer auch moralisch motiviert in der Regel, dass wir denen irgendwie beikommen mit einer Reflexivität, die nicht angeboren ist, die wir wirklich sozusagen durch Sozialisation uns antrainieren und die wir auch immer wieder reaktualisieren müssen. Also der moralische Furor zum Beispiel in der Reaktion auf Menschen, die in schlimmster Weise Kinder missbrauchen. Das ist ein Beispiel. Todesstrafe fordern. Wir haben das in unseren Gewaltstudien Robespierre-Effekt genannt. Also wenn ich dann so stark mich empathisch mit einem Opfer identifiziere, dass ich dann auch gewissermaßen in einer aggressiven Übersprungshandlung den Täter wirklich dingfest machen möchte und am liebsten ihm selber die Augen auskratzen, dann haben wir es mit einer überschießenden Moralhandlung zu tun, mit moralischem Furor, die ganz wesentlich auch für Radikalisierungsprozesse ist. Ich würde gerne kurz noch, bevor die nächste Frage dann kommt, Frau Ammer fragen, Gewaltbereitschaft, da könnte man jetzt sehr schnell beim Täter sein und fragen, wie ist die Gewaltbereitschaft entstanden, wie geht man damit um? Aber ich glaube, in der Amadeo-Antonio-Stiftung arbeiten Sie inzwischen schon ganz anders. Wahrscheinlich stellen Sie ja die Frage, was machen wir mit der Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft, oder? Genau, also ich würde sagen, auf all das, was wir gerade auf das Individuum bezogen haben, kann man auch genau gesellschaftlich antworten. Also ich würde auch sagen, getrieben von einer hohen Moral, das ist für uns wichtig. Also es ist für uns wichtig zu sehen, was treibt die Täter an. Und zwar nicht, weil wir eine Täterschau machen und uns damit beschäftigen. Genau, das haben Sie auch ganz richtig gesagt. Was die Motivation ist, sondern was hat das für Wirkung, was ist anschlussfähig und was muss kommunalpolitisch, auch bundespolitisch, ist es egal, welchen Sozialraum man sich anguckt, aber wie ist ein Sozialraum aufgestellt? Das hatte Herr Zick ja auch schon gesagt, Herr Grimm hat das auch schon angesprochen und das ist das, womit wir uns beschäftigen müssen. Was duldet diese Gesellschaft? Wer will diese Gesellschaft sein? Was wollen wir zulassen? Das kann für den Nukleus der Familie, das kann für den Nukleus sozusagen des jeweiligen Sozialraums gefragt werden, genauso wie sich das für eine Kommune, wie sich das für eine gesamte Gesellschaft gefragt werden muss. Und das ist das, was ich finde, was man total gut auf jeder Ebene übertragen kann, wo ich eben sagen würde, ja, auf der individuellen Ebene ist das für uns erstmal nicht relevant in der Frage von, wie geht man damit um, weil das nicht unser Fokus ist. Aber die Frage, wer lässt das zu und was sagt es auch über uns als Gesellschaft aus, das ist ja das, was wir immer wieder neu verhandeln müssen. Und das ist eben nicht was, wo man genau, auch hier kann man das genauso wie im Umgang mit, also Herr Zicker hatte das ja gesagt, auch die Gewalttäter zu befragen, warum seid ihr gewalttätig? Also sicher gesellschaftlich zu fragen, warum, das Rätselhafte ist ja nicht die Gewalt, das Rätselhafte ist die Integrierbarkeit und die Akzeptanz davon und dass das ein Mittel der Wahl ist, dass nicht, dass sozusagen in der Norm aufgeht, dass also meine moralische Empörung ich der gewalttätig Ausdruck geben kann und dafür Zuspruch bekomme von Leuten, die selber vielleicht nicht zu den Mitteln der Gewalt greifen. Und das ist etwas, was für uns genau der Anknüpfungspunkt ist. Also wir leben in einer Demokratie und in dieser Demokratie ist im Artikel 3 mindestens, und in anderen sehen wir das auch, versprochen worden, dass man Minderheiten schützt. Um jetzt sozusagen, ne, gehen wir jetzt von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aus. Und wenn es dann einen Konsens gibt, zu sagen, nee, aber die stören ja und wir sind alle dafür, alle in Anführungsstrichen sind agitiert, ihrem moralischen Verständnis Ausdruck durch Gewalt zu geben oder das zu legitimieren oder dabei zu stehen, dann ist das dann natürlich total problematisch für Demokratie. Und das ist, gilt sozusagen für den einzelnen Menschen, ich kann das jetzt nicht sozusagen auf individualpsychologischer Ebene diese Hemmschwelle nicht hat. Und das gilt aber auch für den ganzen Sozialraum, in dem dann gesagt wird, wir geben unserer Empörung Ausdruck. Wir hatten ja genau das, ist auch nichts Neues, ne? Wir kennen das immer schon, aber diese ganze Sache der NPD, der
die dieses, wie hieß es noch, Todesstrafe für Kinderschänder. Ja? Also Todesstrafe für Kinderschänder ist eine total interessante Situation, weil das anschlussfähig war und im Zweifelsfall die Frage, warum ist es anschlussfähig, das ist ja bis hin dazu, dass das Wort Kinderschänder mittlerweile auch, man, das findet man ja auch mittlerweile in ganz normalen Zeitungsartikeln, ob das jetzt, ne, also ganz, also es ist eingedrungen in unseren Wortschatz, es ist aber eigentlich etwas, was etabliert wurde durch genau diese Todesstrafenidee und womit funktioniert das, und das hat auch kommunal gut funktioniert. Also das ist jetzt nicht, dass Rechtsextreme durch die Straßen gingen, marodiert haben und gesagt haben, wir fordern die Todesstrafe für Kinderschänder, sondern das war was, was genau diesen moralischen Impuls loslegte, dagegen sind wir auf jeden Fall. Und dann haben sie, damals war, das ist ja nun schon lange her, war Facebook noch der Hot Shit sozusagen, und da haben sie dann auf Facebook Leute gehabt, die waren irgendwie, die mochten die SPD und die mochten irgendwie das Tierheim und die mochten aber auch die Aktion Todesstrafe für Kinderschänder. Und das ist doch interessant, weil da ist ja die Todesstrafe schon mit drin. Und da haben wir dann auf einmal so eine Verschiebung. Und Sie hatten ja eingangs nach Hemmschwellen gefragt. Das ist nicht das, worauf wir uns verständigt haben in dieser Demokratie. Herr Zicke hatte das ja schon angedeutet, mit was ist eigentlich mit Resozialisierung, was ist eigentlich mit der zweiten Chance und so. Und auf einmal rufen Bürger nach der Todesstrafe für Kinderschänder. Also auch mit diesem Wort Kinderschänder, das ist mir wirklich nochmal wichtig. Das ist jetzt kein Fachbegriff für sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Täter, die das ausüben. Ne? Also genau. Sie haben sich gemeldet. Ja, ich wollte kurz was ergänzen. Tatsächlich, das war ja die erfolgreichste Internetkampagne der NPD. Ja. Da haben sie ja viele angeschlossen. Also da sieht man die Effekte, die es da erzeugt hat. Und ich kann mich daran erinnern, ich war da damals in Dresden, dass ja im Dresdner Landtag dann ein NPD-Abgeordneter mit einer Waffe im Parlament gesagt hat, und das machen wir. Und diese Besetzung von bürgerlichen Begriffen wie Frauen, kümmern um Kinder und so weiter, das haben wir, da waren sie sehr erfolgreich. Ich wollte ergänzen, dass wir eine Studie durchgeführt haben, die ist auch Open Access, also die ist zugänglich für alle. Die ist auf unserer Webseite, wo wir in Gefängnisse gegangen sind mit Fördermitteln des Bundesinnenministeriums und haben Menschen interviewt, die eine schwere Gewalttat vollzogen haben, deswegen sind sie inhaftiert worden, die aber vorher in keiner rechtsextremen Organisation, die waren nicht organisiert in irgendeinem Milieu, sodass sie das milieuspezifisch oder organisationsspezifisch durchgeführt haben. Sprich, das waren Bürgerinnen, das waren Bürger, zumeist Männer, Gewalt, wir haben ja noch nicht über den Geschlechtereffekt gesprochen, irgendwie leben wir ja immer noch in Gesellschaften, wo Männer mehr für Gewalt zuständig sind und von ihnen das vielleicht mehr erwartet wird, aber es waren fast ausschließlich Männer, die wir interviewt haben, die dann zum Beispiel in eine Unterbringung von Geflüchteten gegangen sind und dort eben dann ein versuchtes Tötungsdelikt gemacht haben, Molotow-Cocktail geworfen und so weiter. Nicht organisiert, nicht ideologisch geschlossenes Weltbild. Und das tatsächlich sehr, sehr Interessante war, es gab zwei Faktoren, die immer wieder quer in allen Interviews durchkamen. Das erste ist das Teilen von Feindbildern. Das heißt, die Gewalt braucht immer ein Feindbild. Deswegen funktioniert auch ja, der Umgang mit Pädophilen und so weiter. Sie werden markiert, ich habe dort eine Gruppe, die kann ich angreifen, da legitimiert sich der Angriff. Das können aber auch Migranten sein, Geflüchtete und so weiter. Das ist der eine Faktor, das teile ich und das bringt mich dann zur Gruppe, das Teilen von Feindbildern. Und der zweite Faktor ist, bin ich in einer Gruppe, die mir eine Legitimation ständig beschafft für Gewalt. Das heißt, die Legitimation der Gewalt überführt die Gewaltabsicht in die Gewalt. Es geht um Legitimationsbeschaffung. Und da müssen wir, glaube ich, relativ sensibel sein, inwieweit beschaffen bestimmte politische Einstellungen, bestimmte Vorstellungen von Gesellschaft, Menschen eine Legitimation für die Gewalt. Du kannst jetzt losgehen, du kannst jetzt um deine Freiheit kämpfen, geh auf die Straße, mach das und das, zeig den Widerstand. Du musst ihn. Und diese Legitimationsbeschaffung, da waren sie anfällig. Da haben sie die auch später hinterher gesucht. Und das hat sie gebunden an Gruppen, die ihnen dann gesagt haben, komm, wir ziehen los. Die Antwort darauf könnte sein Zivilcourage, darüber reden wir gleich. Ich möchte jetzt noch Frage, hier vorne, der Herr hat schon sein Mikrofon da liegen. Bitte. Ja, mir fiel eben bei der Diskussion Milieu, aus dem Milieu heraus, wo die Gewalt offensichtlich ihren Ursprung findet, an der Alexander Mitscherlich, der ja schon von der vaterlosen Gesellschaft sprach. Und ich bin erste Nachkriegsgeneration, da wurde nicht darüber geredet.
konkrete Frage, was müssen wir denn jetzt tun, wenn wir an die Epigenese denken zum Beispiel, die eben auch auf dem Podium schon genannt wurde. Was müssen wir denn tun? Müssen wir mehr reden darüber in den Familien oder was schlagen Sie vor? Frau Ammer, fangen Sie an. Also zur Epigenese kann ich nicht so viel sagen, deshalb halte ich mich da zurück. Aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das sind ja verschiedene Ebenen, über die wir da sprechen können. Reden wir jetzt sozusagen auf der bildungspolitischen Ebene, wofür sozusagen, wenn wir über das Individuum reden, reden wir in meinem Arbeitsbereich über das pädagogische Moment, über das bildungspolitische Moment. Und da würde ich sagen, kognitive Dissonanz ist extrem wichtig und das ist auch etwas, was wir brauchen in der Bildungsarbeit. Also immer wieder auch darauf geführt zu werden. Das ist ja hervorragend auch gelungen mit der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, ne, mit der Bildung des Vorurteils. Wie wird das Vorurteil zu einem Stereotyp, wie wird das zur Gefahr und so, und damit kann man in der Bildungsarbeit sehr gut arbeiten, also das auf jeden Fall, reden hilft, immer wieder auch darauf deutlich zu machen, dass Ambiguitäten, Ambivalenzen, das Aushalten von Widersprüchlichkeiten in mir als Individuum, aber, und dann komme ich wieder sozusagen zu meinem Kerngeschäft, aber auch als gesellschaftliches Versprechen, also ne, ich kann kurz eine Anekdote erzählen, ich wurde gefragt, aber ist nicht im Hinblick auf Chantal Mouffe, also ein linker Populismus, die Antwort auf Rechtsextremismus, auf rechten Populismus. Also brauchen wir nicht einfache Botschaften, die sich gut erzählen lassen auch. Und da würde ich sagen, das ist so, also das wäre wieder auch, und da meine ich jetzt gar nicht, mich konkret zu beziehen auf Chantal Mouffe oder so, aber Populismus kann ja nicht die Antwort sein auf das, womit wir es zu tun haben. Also wir müssen ja sowohl das Individuum ernst nehmen in seinen ganzen Widersprüchlichkeiten, auch zum Beispiel in der Frage, die uns ja, ohne jetzt dieses Fass aufmachen zu wollen, aber das ist für uns in der Arbeit wirklich wichtig, die historische Situation der NS-Nachfolgegesellschaft, wo wir einfach ja nicht immer sagen können, und das haben wir ja immer, also es passiert ja auch heute, wie könnten das denn die Väter machen? Ne? Nehmen wir mal jetzt wieder die männlich basierte Gewalt vor allen Dingen. Wie war denn das nur möglich? Und wir müssen doch einfach konstatieren, es war möglich. Also das Rätsel, ne? Und immer wieder wird aber diese Frage gestellt, dazu gab es viele Arbeiten, auch nicht nur von den beiden Herren, die jetzt hier sitzen, sondern da sind ja auch andere Arbeiten zu gemacht worden. Aber das zu akzeptieren, das ist so und damit müssen wir was machen. Und das müssen wir einmal bildungspolitisch auf der Ebene des Individuums zu sagen, mit diesen Ambiguitäten musst du leben. Und deshalb finde ich auch, weil Sie sagen, erste Nachkriegsgeneration, diese Person hat mich auf meinen Knien geschaukelt und diese Person ist vielleicht Massenmörder, aber selbst wenn sie weniger ist als ein Massenmörder, sondern Hilfe zum Massenmord oder ähnliches, muss ich das aushalten können. Und das ist das, was von mir verlangt wird. Wir haben es ja von Herrn Grimm gehört, das fand ich sehr interessant. Das selbstreflexive Moment muss gelernt werden, es ist nicht da. Und das kann einerseits sich bedrohlich anhören, wenn man sich wünscht, dass wir besser zusammenleben können und Gewalt nicht ein integraler Bestandteil unserer Gesellschaft ist, was es immer ist. Ja, das ist ja nichts, was jetzt passiert und dann wieder aufhört, sondern es ist eben, finde ich, auch ein sehr gutes Beispiel auf einer individualpsychologischen Ebene für das, was wir gesellschaftlich wollen. Die Demokratie lebt ausschließlich davon, dass wir alle mitmachen, dass wir uns alle selbst befragen, wie wir leben wollen, dass wir uns selber befragen, dass wir, das hatte ja Herr Zick auch gesagt, Teil des Normalisierungsprozesses der Normen sind, auch das Wort Moral fiel. Moral hatte der NS auch. Ja, da gibt es großartige Arbeiten, auch von Raphael Groß und ähnlich. Also zu sagen, das ist alles amoralisch und das ist irgendwie nicht, also was sind hier die treibenden Momente, sich also auch zu fragen, welche Moral wollen wir haben, wie vergewissern wir uns? Und wenn ich jetzt aus meiner Perspektive der Frage antworte, wie entsteht Gewalt, würde ich sagen, es ist immer der Sozialraum, auch das fiel schon. Es ist immer die Ideologie, also auch da haben ja auch die Kollegen schon drüber gesprochen, es ist kein Essentialismus, dass ich dann rassistisch und antisemitisch und ähnliches mich ausagiere, wenn ich mich schlecht fühle, dass ich diesen Ideologien anheimfalle, sondern das hat auch was mit Historizität zu tun. Das hat was mit dem zu tun, was erlebt wurde, mit dem, wie Demokratie gelernt und auch umarmt und gewollt wurde. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, das wissen Sie aus eigener Anschauung sicher alles genauso gut, wenn Sie auch erste Nachkriegsgeneration sind. Aber das ist ja etwas, was wir fortwährend erkämpfen müssen. Das hört nicht auf und das passt, finde ich, immer wieder auch zu der Frage, so das reflexive Moment,
kann uns immer wieder deutlich machen, wir selber sind diese demokratische Kultur und wir selber können in unserem Circle of Influence und unserem Einflussbereich extrem viel dafür tun, dass wir diese Normalisierung nicht zulassen. Und das ist eben, ich will gar nicht widersprechen, die Politik muss handeln und die Politik muss auch muss den Rahmen geben. Aber wir haben das Grundgesetz, wir haben eine Klarheit, wofür wir in diesem Land stehen wollen. Wir sind nicht in der Minderheit. Das ist auch nicht eine Frage von links, rechts, hast du nicht gesehen, sondern das ist das, wofür wir alle immer wieder kämpfen müssen. Und das ist schon anstrengend, um nochmal auf mein selbst eingebrachtes Beispiel mit dem Populismus zu kommen. Da wird es keine einfachen Antworten drauf geben. Aber das ist ja gerade das Schöne, weil das nämlich das Versprechen auch einlöst, dass wir alle verschieden sein dürfen und können. Und dazu gehören übrigens auch die Rechtsextremen. Die dürfen hier nämlich auch sehr gerne mit ihren Hassideologien sein und verschieden sein können. Und das finde ich eben das, was meine Antwort wäre. Politische Bildung muss das Individuum da in dieser Ambivalenz greifen können und sagen können, du musst das aushalten, dass es halt keine einfachen Antworten gibt. Aber das ist nicht schlimm. Jürgen Rimm, der Herr, der eben die Frage gestellt hat, hat gefragt, muss das in jeder Familie passieren? Da fängt es an, würde ich jetzt mal denken. Was ist aber, wenn, er sagt, er ist erste Nachkriegsgeneration, wenn die Elterngeneration, Großeltern, oder wenn jedenfalls die Gewalttraditionen noch so vehement da sind, weil sie nicht bearbeitet wurden? Also generell kann man erstmal sagen, dass Gewaltprävention eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und die umfasst die Geschichtsbildung ebenso. Also wir haben jetzt gerade das Beispiel im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine erlebt, wo Geschichtsklitterung eigentlich zu einer Entfesselung von Brutalität führt. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor, den man im Auge behalten muss. Ein zweiter Aspekt, der vielleicht gar nicht so erstmal ins Auge fällt, ist, dass wir gesamtgesellschaftlich bestimmte Institutionen benötigen, um sozusagen Aggressionen zu managen. Dazu gehört unter anderem der Sport. Ja, also das sind ja auch teilweise diese angesprochene Gruppe, die als besonders gewaltanfällig gilt, ich sag mal junge Männer, besonders aktiv, also wobei ich jetzt den Frauensport hier gar nicht ausklammern möchte, sondern nur darauf hinweisen, dass das auch eine gewaltpräventive Seite hat. Dann haben wir die Medien. Schlagen Sie mal eine Fernsehzeitung auf und gucken Sie, welches Genre am häufigsten vorkommt. Am häufigsten kommt der Kriminalfilm vor, wo eine ganz bestimmte Lösung der Kriminalitäts- und Gewaltfrage propagiert wird. Man kann das kritisieren und kann sagen, das ist eine Stereotypisierung, weil es ja immer das, was Andreas Dick vorhin angesprochen hat, beinhaltet, nämlich die Bestrafung des Täters, sage ich mal. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, der Rechtsstaat hat dieses Potenzial, auch als Strafinstanz in Erscheinung zu treten. Und vor allen Dingen, und das ist der dritte Punkt, den ich in dem Zusammenhang ansprechen möchte, er hat das Gewaltmonopol. Also was wir in unseren Untersuchungen zur Wirkung von medialer Gewalt zum Beispiel festgestellt haben im Kontext der Unruhen in Hamburg seinerzeit im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel. Wir haben da einer Gruppe vorgeführt, im Grunde die Krawalle, die man so beobachten konnte und die auch in den Medien gezeigt wurden, natürlich noch viel mehr im Internet, einmal mit und einmal ohne Polizeieinsatz. Ja, und ich verrate jetzt kein Geheimnis, dass nur in der Gruppe mit Polizeieinsatz anschließend die Leute im Grunde in ihrer demokratischen Einstellung und auch in der Bereitschaft sozusagen nach gesellschaftlichen Lösungen im Zusammenhang mit den angesprochenen Problemen, da ging es ja auch schon um Umwelt unter anderem oder um Arm-Reich-Diskrepanz, um mit diesen Problemen irgendwie rational umgehen zu können. Das heißt, wir müssen auch im Grunde die staatlichen Institutionen selber als Teil einer Gewaltkultur sehen, die vielschichtig ist. Also dazu gehört natürlich auch, dass es eben die Polizei ist, die Gewalt ausüben darf und sonst niemand. Und wenn das durchbrochen wird, muss das auch sanktioniert werden. Wenn wir das nicht tun und wenn wir uns dessen nicht versichern, dann landen wir genau in der anomischen Gesellschaft, die wir sowieso schon in Konturen erblicken. Also das darf auf keinen Fall passieren, weil das würde zu einer Entfesselung von Gewalt führen. Und ich denke, dass natürlich noch als letzter Punkt dazu auch gehört, die Gewaltprävention in den Familien sich mal tiefergehend zu überlegen, wie die denn möglich ist. Das kann ja nicht nur alleine dadurch geschehen, dass man sozusagen den Scheinwerfer der Öffentlichkeit da rein
reicht, weil das würde auch unserem Anspruch auf Privatheit in gewisser Weise widersprechen. Aber das ist natürlich ein Faktor. Aber was für Techniken haben wir denn, um zum Beispiel in den Beziehungskonflikten, die ja meistens dann hinter dieser häuslichen Gewalt stehen, um dort konstruktive Lösungen zu finden? Also mein Eindruck ist, da ist Luft nach oben. Auch da könnten wir im Grunde Strategien der Gewaltprävention überlegen, die über Frauenhäuser hinausgeht. Damit will ich ausdrücklich nicht die Frauenhäuser kritisieren, die notwendig sind in den entsprechenden extremen Fällen. Aber es ist eben nicht der ganze, die Gesamtlösung. Und wir müssen diese Gewaltfrage eben in allen Schattierungen erkennen als eine Herausforderung, die eigentlich für unsere gesellschaftliche Existenz, für unser soziales Zusammenleben konstitutiv ist. Wir müssen die Gewalt kontrollieren. Abschaffen können wir sie nicht, aber wir müssen sie kontrollieren. Sie haben eben so schön gesagt, Jürgen Grimm, dass es auch Orte geben muss, wo man lernt, mit Gewalt umzugehen. Also Sport haben Sie genannt, Sie haben Film, Fernsehen genannt. Sie sind seit vielen Jahren auch Mitglied der Kommission der freiwilligen Selbstkontrolle. Da geht es um Jugendschutz und eben nochmal um die grundsätzliche Frage, sind eigentlich Darstellungen von Gewalt gewaltförderlich oder eher abschreckend, die alte Frage? Was würden Sie sagen? Naja, 100 Jahre haben sie gestritten, die Psychologen, und manche streiten immer noch. Also unsere Untersuchungen zeigen, es ist beides der Fall. Es kommt wirklich auf den Kontext der Darstellung an. Zum Beispiel haben wir Holocaust-Bilder gezeigt und haben die entsprechend kontextuiert in 8 Ländern. Da ist niemand aggressiv geworden, sondern die haben auf unserer Skala, die wir gemessen haben, nämlich Humanitätsvermittlung, haben alle höhere Werte dann aufgewiesen. Also da ist dann sozusagen die extremste Form von Brutalität und Gewalt, die man sich jedenfalls in der jüngeren Geschichte vorstellen konnte, anspornen, um sozusagen die eigene Menschlichkeit zu entdecken, und hat also wirklich einen humanisierenden Effekt. Und genauso kann ich natürlich mit einer Gewaltdarstellung Feindbilder unterfüttern und kann dadurch den nächsten Krieg vorbereiten. Also das ist jetzt Teil der russischen Propaganda jeden Tag eigentlich. Und wir müssen einfach diese Frage entgeneralisieren. Also es ist nicht entscheidend, ob ich Gewalt zeige oder nicht. Ich glaube, wir müssen Gewalt zeigen, solange sie Teil der Gesellschaft ist. Sondern es kommt darauf an, wie wir sie kontextuieren und so gestalten, dass sie zu unserem gewalthegemonialen System passt. Also dass sie uns erlaubt, Gewalt einzuhegen, anstatt dieser Gewalt sozusagen eine naturwüchsliche und wilde Entwicklung zu gestatten. Die Frage der Gewaltdarstellung und der Agierung oder des Ausagierens von Gewalt, zum Beispiel in Ballerspielen, André Hestig, das ist ja nun viel diskutiert worden nach den Amokläufen, den diversen, wo im Grunde ja immer wieder darauf rekurriert wurde, dass der Täter tatsächlich viel solche Spiele gespielt hat und sich mit solchen Gewaltdarstellungen auch beschäftigt hat. Also das Thema können wir jetzt nicht so ganz schnell vom Tisch wischen. Gewaltdarstellung, ja oder nein, muss auch das gesellschaftlich besprochen, verhandelt werden und zum Teil auch verboten werden? Naja, wir haben ja eine freiwillige Selbstkontrolle. Die eben angesprochene, ja. Die eben angesprochene. Das ist ja ein Mechanismus, den müssen wir erstmal gutieren, dass es ja ein interessanter Mechanismus ist. Dass wir sagen, bei der Gewaltkontrolle setzen wir auch auf Freiwilligkeit. Freiwilligkeit bedeutet Verantwortung. Das bedeutet ja, ich kann machen, was ich will, sondern es ist ein Signal, ich habe eine Verantwortung. Was die Meta-Analysen zeigen zu diesem Effekt. Ich glaube, wir müssen uns von 2 einfachen Thesen verabschieden, die mir immer begegnen. Das erste These ist immer die, Frustration führt zu Aggression und Gewalt. Das wissen wir seit sehr, sehr vielen Jahren in der Forschung, dass es so einfach nicht ist. Sondern die Frustration kann ja auch zu ganz anderen Formen führen. Die kann ja auch zu Formen von Vereinsamung führen und so weiter. Also dieser normale Sündenbockmechanismus. Es kommt darauf an, wo und wie ich Frustration erlebe. Wo, in welcher Situation. Deswegen steuern wir auch viel in Situationen. Und jetzt zu dem Thema Gewalt und diese Ego-Shooter. Ja, aber in der Regel waren es Täter bei den School-Shootings, die sich isoliert haben, wo die Umwelt sehr früh gesehen hat, diese Personen isolieren sich, die machen nicht nur Ego-Shooter, im Übrigen bei dem Täter in Hanau ja auch. Wir haben ja jetzt neue Formen auch von Gruppen, vor allen Dingen von jungen Männern, die Incels, so, die sich miteinander in ihrer Einsamkeit verschalten und dann anfangen, ein Weltbild zu entwickeln. Und wir wissen eben aus der Forschung, es sind
Personen, die dann aber auch aktiv diese Ego-Shooter verwenden, um Gewaltwelten zu konstruieren. Die Ego-Shooter haben nicht, also die Amok-Täter haben nicht nur einfach diese Spiele gespielt. Das heißt, die haben schon immer wieder einen Beschleunigungsfaktor in diesen Spielwelten. Im Übrigen, das machen auch Terroristen zum Teil zur Ausbildung und Radikalisierung ihrer Anhänger. Auch das haben wir gesehen. Aber es ist ein Instrument. Und es kommt darauf an, was, wie ich spiele. Wir wissen, bei Kindern, die mehr Aggressivität und Gewalt zeigen und sehr viel vor dem Computer sitzen und in den Online-Welten, World of Warcraft und so weiter unterwegs sind, besonders jene werden aggressiver, wo ihre Umwelt auf das Spiel nicht reagiert. Also Eltern, die einfach ja, sagen, wir nehmen das nicht mehr zur Kenntnis, das ist uns egal. Und in dem Moment tauchen sie ein in diese Welten und fangen an, individuell in diesen Welten mit Gewalt zu interagieren. Das heißt, es kommt wieder maßgeblich auch bei dem, was wir dann neurowissenschaftlich und so weiter individuell sehen, darauf an, wie reagiert meine Umwelt auf die Gewalt? Ist dort in der Umwelt ja, ein Faktor, der sagt, was machst du denn da? Es gibt so Studien, die zeigen, wenn Eltern einfach nur mal nachfragen, was machst du denn da, obwohl sie nichts davon kapieren. Also ich bin da auch schon weit draußen, was da passiert in diesen Welten. Wenn wir, ich weiß nicht, ob Jürgen Grimm das kennt, in unseren Seminaren und Vorlesungen dann immer über Ego-Shooter und Gewalt und Aggression reden, dann muss ich mich immer aufklären lassen. Weil natürlich, ja, aber der Faktor, wie reagiert eigentlich die Umwelt? Wie reagiert die Umwelt auf das, was Kinder dort tun? Das ist der entscheidende Faktor. Und wenn die merken, das wird wahrgenommen, es wird etwas wahrgenommen von dem, was ich da tue, ist das schon eine erste relevante Bremse. Und das heißt, wir haben so Wechselwirkungen mit verschiedenen Faktoren. Das einzelne Spiel wird es nicht erklären. Es gibt aber natürlich, und da sind wir noch nicht gesellschaftlich in der Diskussion, ja auch Spiele, die sehr aggressiv orientierte sexistische, rassistische Bilder und so weiter, Rollenbilder dort in den Spielen verwenden. Auf dieser Ebene sind wir noch gar nicht. Wir wissen, dass Modelllernen funktioniert. Sie kennen ja wahrscheinlich Albert Bandura und das Modelllernen. Das ist auch komplexer. Der Bandura hat das schon komplexer erklärt, als wir das wissen. Also Bandura hat gesagt, Menschen lernen nicht nur von gesehenen Modellen. Das ist jetzt nicht so, dass Kinder irgendeinen Gewalttäter, eine Gewalttäterin einfach imitieren und nachahmen, sondern da spielen komplexe Prozesse eine Rolle. Bleibt meine Aufmerksamkeit auf der Gewalt? Sehe ich etwas, wo ich sehe, diese Gewalt kann Spaß machen und ich beherrsche die Gewalt? Das heißt, das, was ich dort sehe, kann ich auch außerhalb des Spieles und außerhalb des Films reproduzieren. Ich kann das selber so tun. Ja? Und dann kommt ein Prozess, was erinnere ich? Erinnere ich die Gewaltgeschichte oder erinnere ich auch etwas anderes? Da kommt der Krimi ins Spiel. Ja? Der Gewalttäter landet dann am Ende im Knast. Und diese Prozesse sind komplexer, aber wir könnten, wenn wir uns das Modell mal angucken, auch gut Gewaltbremsen finden. Und deswegen bei der Diskussion, nein, es gibt keine einfache Lösung, aber es gibt auch ein paar Themen dabei, die wir noch nicht so richtig diskutiert haben. Weil wir müssen ja nicht nur gucken, nach der Gewalt gucken, sondern es gibt bei diesen Spielen auch Identifikationen mit bestimmten sexistischen Rollenbildern. Wir wissen, identifiziere ich damit, steigt der Sexismus, steigt auch wieder ja, die mögliche Absicht, sich sexistisch zu verhalten. Und wir haben auch, wenn wir, auch das kann man übertragen, ne, auf die, also von der individuellen Ebene wieder auf eine gesellschaftliche Ebene in dem Gaming. Wir haben Projekte dazu, wir haben uns jetzt seit Jahren schon beschäftigt mit Gaming, Strukturen auf den Plattformen und da habe ich das gerade mal nachgeguckt, weil wir jetzt gerade neulich über die Zahlen gesprochen haben. Also wir haben eben auch ein Umfeld, da geht es, also ohne, das ist nur eine Ergänzung, ja, also es geht gar nicht, es gibt genau Spiele, die auf sowas einzahlen, aber es ist vor allen Dingen auch hier eine digitale Zivilgesellschaft in den Gaming-Communities, die genau sozusagen, wo ich da sitze, wenn ich dann auch noch vereinzelt bin und keine Rücksprache in meinem richtigen Leben habe, ist das vielleicht noch schwieriger. Es ist aber vollkommen unabhängig erstmal von meiner individuellen Situation, dass ich in den Strukturen permanent mit Sexismus konfrontiert bin, und zwar nicht nur auf Ebene des Spiels und das nicht immer unbedingt, weil es kann ja auch was anderes spielen, sondern dass in diesen Chats also permanent sehr gewaltvolle Sprache stattfinden kann. Ich sage nicht, dass sie das immer tut, aber die Zahl, die ich mitgebracht habe, ist, wir haben zum Beispiel bei der
Bei Steam, ich weiß nicht, ob Sie sich auskennen mit den ganzen Gaming-Plattformen, es gibt unzählige davon und es ist auch wirklich, es sind viele Menschen, die die Online-Spiele spielen, haben wir 90 Millionen aktive Userinnen. Und für diese 90 Millionen aktive User, aktiv, ne, nicht einfach nur einen Account haben, haben wir 26 ModeratorInnen. Und das möchte ich einfach nur, ne, also wir reden ja von echten Situationen hier, das heißt, wir haben also 3,5 Millionen Mitglieder auf einen Moderator. Und jetzt können Sie sich vorstellen, selbst wenn das nur einzelne Leute sind, die permanent sexistische, hasserfüllte Tiraden, während sie spielen, das muss nicht was mit dem Spiel zu tun haben, das kann auch schnell eskalieren, wenn ich wütend bin, da gehen wir, ne, gibt wieder Impulskontrolle, ich habe verloren oder ähnliches, dass wir dann tatsächlich eine sehr starke, sehr starke gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in diesen Chats haben und ich dann also nicht nur mein Spiel spiele, sondern auch permanent beschimpft werde, permanent mich damit auseinandersetzen muss und dass wir bestimmte gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit auch in diesen Gaming-Communities sehen, wo ganz klar ist, da werden Leute ausgeschlossen, weil sie zwar spielen wollen, aber sich dort nicht aufhalten können, weil der Hass, der ihnen da begegnet als Teil dieser Community, der Spiele, sie dem nicht stand. Also es ist einfach kein cooles Hobby mehr dadurch. Ne? Und das kommt auch noch dazu. Also wir haben es auf verschiedenen Ebenen damit zu tun. Es ist ein es ist eine Vernetzungsmöglichkeit. Also diese Spiele sind ein Vehikel, um sich zu vernetzen. Wir wissen, dass bei der Rechtsextremen, das war auch bei den School-Shootern zum Teil so, der Teil, dass sie Rechtsextreme im Darknet, Rechtsextreme eigene Spiele gespielt haben, Ethnic Cleansing. Ja, das ist ja dann aufgefallen und so weiter, wo ich mit dem Ego-Shooter durch ein KZ gehe. Also so perfide ist das. Wir wissen zwar, im Islamischen Staat, der hat sehr viel investiert in diese Plattform hinein, also auf die Gerüste von solchen Spielen, ihre eigene ideologische Propagandamaterial, also Apps für Kinder und so weiter, wo sie Lernspiele und so weiter benutzen. Das heißt, das ist ein ziemlich komplexes Thema. Es greifen nicht die einfachen Hypothesen. Es ist nicht so, dass wenn ich da reingehe und dann meine Gewaltbelegung steigt, sondern das kommt tatsächlich darauf an, in welchen Netzwerken ich mit wem spiele und wie die Netzwerke reagieren, ob sie mir dabei dann auch eben immer ideologisches Material für eine Billigung von Gewalt präsentieren. Jürgen Ring, gibt es viele neue Formen von Gewalt, wenn wir jetzt gerade über diese Spiele sprechen zum Beispiel? Also ich muss auf jeden Fall erstmal grundsätzlich nochmal auf die Eco-Shooter Bezug nehmen. Das sind ja keine Gewaltdarstellungen, sondern es sind interaktive Spiele. Das ist ein Unterschied. Wir haben in unseren Studien zur Wirkung von Gewaltdarstellungen festgestellt, dass es eine Prädominanz der Opferperspektive gibt. Wenn ich aber sozusagen durch den Spielsinn in die Täterrolle gedrängt werde, dann entfällt dieser Effekt, der dann für alle möglichen Formen der Verarbeitung verantwortlich ist. Also hier haben wir einen grundlegenden Unterschied zwischen Gaming und Filmrezeption zum Beispiel oder Fernsehrezeption. Das müssen wir erstmal sehen. Und der zweite Aspekt ist, dass wir natürlich innerhalb dieser Gaming-Szene Formen der Fankultur oder der Vergemeinschaftung beobachten, die wirklich ins Extremistische geht. Das betrifft einerseits die schon angesprochenen rechtsextremen Formen, die auch an ganz bestimmten Spielen anknüpfen. Und das Zweite sind Formen der toxischen Männlichkeit, möchte ich es mal nennen. Also das ist ja auch exemplarisch untersucht an bestimmten Gruppen, die sich dann tatsächlich aus dieser Gaming-Szene speisen. Und das ist dann schon mehr, als wenn ein individueller Mensch in seiner Einsamkeit dann einen Ego-Shooter macht und dann vielleicht sogar zum Amokläufer wird oder irgendwie zu einer Gewalttat schreitet. Das ist dann eine andere Form von Gewaltkultivierung oder von Feindbildkonstruktion oder von Radikalisierung, könnte man auch sagen, die man speziell in dieser Gaming-Szene auf jeden Fall ernst nehmen muss. Also ich will damit nicht die Gamer generell sozusagen unter einen Generalverdacht stellen. Da bin ich weit davon entfernt. Ich habe das lang genug auch versucht zu differenzieren und sehe da auch bestimmte positive Aspekte. Nehmen wir nur mal ein Beispiel. Die Ego-Shooter wurden von der amerikanischen Army im Irakkrieg extra empfohlen für die Soldaten, weil die dachten, die sind dann besser gerüstet sozusagen fürs Gefecht. Aber das Gegenteil war der Fall. Die haben dann in dem Moment, als es dann wirklich ernst wurde, gemerkt, die schießen ja wirklich zurück im Unterschied zu den Eco-Shooter. Und dann war der Realitätsschock so groß, dass sie eigentlich ihrer Pflicht oder ihrer Aufgabe, ich will das jetzt gar nicht politisch kommentieren, gar nicht mehr gerecht werden konnten.
Also wir haben hier auf jeden Fall ganz vielfältige Effekte, die sich teilweise ganz grundlegend von Filmrezeptionswirkungen unterscheiden und die sind teilweise besorgniserregend aus meiner Sicht. Darf ich ganz kurz was, was ergänzen, weil wir seit 2020 ja in der Gaming-Community mit dem Projekt Good Gaming arbeiten und tatsächlich, wir haben jetzt keine empirischen Daten, weil wir keine Forschung machen, aber mir ist nochmal ganz wichtig zu betonen, die meisten Menschen in den Gaming-Communities lehnen das ab. Also toxische Männlichkeit ist eins der Hauptprobleme, Sexismus ist extrem krass, Vergewaltigungsfantasien einfach, weil man sich ärgert übereinander. Also das sind riesige Themen und die meisten lehnen das tatsächlich ab, aber es ist einfach ein riesiges Einfallstor als ein Tool für Rechtsextreme, da eben diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit auszuspielen. Das ist mir nur nochmal wichtig. Es ist nicht, dass die Szene das toleriert, aber deshalb war mir die Zahl wichtig, wenn auf 3,5 Millionen Menschen eine Moderatorin kommt, ein Moderator, der alles, was hasserfüllt ist, wegstreichen muss, können Sie sich vorstellen, wie leicht das ist, da Dinge nicht zu sehen, nämlich fast alles. Ne? Das ist nochmal wichtig. Gewalt ist Macht und Macht wird dann gerne gegen Frauen ausgeübt. MeToo-Debatte würde ich gerne jetzt auch nochmal drauf kommen. Sie haben das eben mehrfach dargestellt, wie wichtig es ist, dass gesprochen wird, dass gelernt wird, dass es ins Hellfeld kommt. Die MeToo-Debatte und alles, was ich nun inzwischen auch den Film von Maria Schrader, der gerade in die Kinos gekommen ist, sehr diskutiert, wird sehr gut besucht, She Said, wo diese Situationen ja auch sehr emotional nachvollziehbar dargestellt werden. Sind wir da einen Schritt weitergekommen, diese Form von Gewalt besser einzuhegen, erstmal zu sehen? Wer will als Erster? Frau Mehr. Ich kann ganz kurz antworten, ja, Sichtbarkeit ist immer bei allem, was wir tun, der Schlüssel. Also 100%. Wir haben jetzt gerade letzte Woche die Meldestelle gelauncht, einfach um deutlich zu machen, wenn Dinge passieren, ich will das jetzt nicht vertiefen, aber Meldestelle zu Antifeminismus, da geht es einfach erstmal um Sichtbarkeit. Und ich finde das ganz interessant. Natürlich hat die Meldestelle wie immer, weil Antifeminismus auch wirklich auch ein sehr krasses Agitationsfeld der Rechtsextremen ist, führt dazu, dass man unter Beschuss kommt, weil man das sichtbar macht, auch als ein Problem. Aber was ich sehr stark finde, und das hat ja auch Herr Grimm nochmal gesagt, Frauenhäuser sind ja keine Lösung, Frauenhäuser sind ja auch ein Versuch des Werkzeugs, damit umzugehen, ist eben, dass es deutlich sein muss, dass wir haben dieses Problem und dass wir ganz viel hören, dass Personen dankbar sind, aus Unterschieden. Da reden wir von Gleichstellungsbeauftragten in Kommunen, um nur mal ein Bild zu geben, bis hin zu Personen, die auf der Straße Gewalt erleben. Und einfach genau diese Sichtbarkeit ist der Schlüssel. Herr Zick dazu, MeToo-Debatte. Ja, also wir müssen damit rechnen, dass sie mit Konflikten einhergeht. Ist immer so, wenn es dann um die Rechtsfragen geht. Wir leben in einer konfliktorientierten Gesellschaft. Also Demokratien sind Konfliktgebäude. Von daher müssen wir immer auch gucken, wie wird es verhandelt, wie wird damit umgegangen. Aus solchen MeToo-Bewegungen entstehen Gegenbewegungen, die haben wir eben auch gesehen. Aber wir dem vollkommen zustimmen. Wenn es um Gewalt geht, muss sie erstmal ins Hellfeld. Das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, weil ja viel von der Gewalt gar nicht sichtbar wird, weil die Opfer das schlichtweg nicht wollen. Wir haben ganz viele Gewaltformen im Bereich der vorurteilsbasierten Hasskriminalität, auch des Antisemitismus. Wir haben ein paar Zahlen, aber vieles kommt nicht. Das heißt, wir brauchen ein ganzes Maßnahmenpaket. Man bräuchte erstmal, also so eine Bewegung muss gut organisiert sein, so eine Bewegung braucht Unterstützung, so eine Bewegung muss anknüpfen können, so eine Bewegung braucht aber auch Schutzräume. Ich glaube, gerade wenn wir über Gewalt reden in Gesellschaft, wir brauchen mehr Schutzräume, wo überhaupt das mal ins Hellfeld kommen kann. Also wir brauchen so ein Shelter, um da, das ist manchmal die Forschung und dann sind wir damit überfrachtet. Also wir kriegen relativ viele Anfragen. Wenn wir Vorträge halten über Gewalt, melden sich Menschen, die sagen, und ich möchte jetzt mal meine Opfergeschichte erzählen. Und dann kommen wir natürlich in Problembereiche hinein, weil da muss ich Beratung anbieten. Wir haben viel lernen können aus dem Bereich der häuslichen Gewalt. Als sie ins Hellfeld kam und begleitet wurde von einem großen Maßnahmenpaket, Beratung, Nachsorge, Aufarbeitung, Analyse, möglichst nahe Hilfen zu finden für Opfer, sind die Gewaltzahlen rückläufig gewesen. Das Gleiche bei dem Kindesgewalt gegen Kinder. Als wir tatsächlich mal auch rechtlich Möglichkeiten hatten,
Da brauche ich rechtliche Maßnahmen, um die ins Hellfeld zu bringen. Das heißt, ich brauche das Recht als Hilfe. Hat sich etwas getan? Aber das hat sich getan nur in dem Ausmaß, wie wir auch andere Maßnahmen hatten. Also wenn wir heute zum Beispiel über Gewalt gegen Kinder reden, ich weiß nicht, ob den meisten das aufgefallen ist, selbst wenn dann in Interviews gemacht werden über Kindesmissbrauch, steht da sehr gut auch in den Medien, in den meisten Medien, ich glaube fast alle, immer auch eine Rufnummer bei. Das ist ein wichtiges Instrument gewesen, dass wir nicht nur eben über Opfer reden. Und dann brauchen wir eben auch Möglichkeiten, um in den Räumen selbst, wo Opfer entstanden sind, Räume zu verändern. Also für mich ist ganz wichtig, wir können viel mit Individuen arbeiten. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir können uns selber bilden. Und jetzt gerade noch mal zu dem erste Kriegsgeneration, müssen wir reden. Bitte reden Sie. Warum? Wir haben heute eine neue Studie veröffentlicht. Jetzt kommt mein Werbepart. Ich nutze das jetzt schamlos aus. Wir haben heute eine Studie veröffentlicht zur Erinnerungskultur unter jungen Menschen, die MEMO-Studie. Ist auch frei downloadbar, da können Sie die Zahlen sehen. Da fragen wir auch nach der Erinnerungskultur, Nationalsozialismus, Shoah, Holocaust. Natürlich ist das eine Erinnerungskultur an Gewaltgeschichten, Gewaltnarrative. Das interessiert junge Menschen, wie diese Form der Gewalt entsteht. Wie kann es sein, dass Menschen andere Menschen töten? Deswegen gucken wir so viele Krimis. Weil wir auch ein bisschen irgendwie natürlich nicht nur das interessant finden, sondern wollen es ja irgendwie auch verstehen. Was kommt raus? Die jungen Menschen wollen Zeitzeugen. Zeitzeugen sind die allerwichtigste Quelle, sind nicht nur die Quelle für historisch verlässliche Fakten. Das lernen sie ja in der Schule. Verlass dich auf die Fakten. Deswegen, aber auf der anderen Seite sind es eben diese Geschichten und deswegen auch die erste und die zweite Generation. Und ich bin jetzt auch mittlerweile ein alter weißer Mann geworden, wie ich jetzt immer wieder höre. Wir haben unsere Geschichten über staatliche Gewalt, über Auseinandersetzung, über Protestkulturen. Und Jürgen Grimm wird auch die Geschichten haben. Wir sehen eben, wir brauchen als Gewaltpräventionsmaßnahme auch eine Erinnerungskultur bei Gewalt. Deswegen diese massive Auseinandersetzung. Jetzt, wir erinnern ja jetzt an die Hinrichtung der Weißen Rose. Wir erinnern an Hanau, diese terroristische Gewalt, dieses Ermorden, weil wir eben auch eine Erinnerungskultur an Gewalt und die Präventionsmaßnahmen brauchen. Deswegen müssen wir darüber reden. Das Reden alleine reicht nicht aus. Bei manchen Täterinnen und Tätern müssen wir Räume schaffen, in denen sie sich nicht gewaltorientiert verhalten können. Wir haben mal sehr viel getan, Kölner Silvesternacht, ein Gewaltexzess, 15, 16. Alle wissen wir das, alle und selbst, also wirklich, selbst irgendwo in China wurde darüber berichtet, was da passierte an sexueller Gewalt, nachweislich. Im Übrigen mit mehreren tausend Stunden Handy-Mobilaufnahmen von der Gewalt. Darüber wurde dann im Nachgang viel gesprochen, das Sprechen darüber. Und da haben wir die Räume verändert. Ich will den Satz zu Ende führen. Ja. Was wir da gemacht haben, ist, wir können ja jetzt nicht jeden scannen, der da hinkommt zu seiner Silvesternacht. Wir wissen, da kommen Menschen mit bestimmten Dispositionen. Was wichtig ist, ist auch Räume zu schaffen, in denen gewaltfreie Interaktion und Kommunikation möglich ist. Ich würde gerne, weil wir in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit und heute müssen wir um 20 vor 9 Schluss machen, auch um den Heimweg schaffen zu können für Sie. Zwei wichtige Fragen habe ich noch. Sie müssen nicht alle antworten, aber die es drängt auf jeden Fall. Gibt es Gesellschaften, die potenziell gewalttätiger sind als andere? Ich schließe extra an das Kölner Beispiel, weil das ja jetzt in unserer Gewaltdebatte auch wieder viel hervorgeholt wurde nach dem Motto, Leute mit migrantischem Hintergrund sind sowieso wegen patriarchaler Strukturen aus ihren eigenen Familien gewaltbereiter. Ist das falsch? Herr Grimm. Also wenn ich anfangen darf, ich glaube, das ist falsch, genauso wie die These, dass Aggression sozusagen eine biologische Gesetzmäßigkeit darstellt. Also das habe ich ja versucht, vorhin schon zu verdeutlichen. Wir haben zwar eine Grunddisposition, aber haben die Freiheit, uns für oder gegen die Gewalt zu entscheiden. Und so ist es auch in den Gesellschaften, die natürlich unterschiedliche Konjunkturen von Gewalt durchlaufen können. Also es wird ja jetzt auch gerne im Zusammenhang der russischen Gesellschaft spekuliert, ob nicht die sozusagen durch ihre grundsätzliche Gewalttätigkeit diesen Krieg mit möglich gemacht hat.
Da erinnere ich nur daran, dass es nicht allzu lange her ist, dass das natürlich auch auf die deutsche Gesellschaft hat bezogen werden können. Und wir haben es ja jetzt mit einer Verarbeitung von Geschichte zu tun, die dann hier doch ganz deutlich auch wieder einen Umschwung gebracht hat. Also vom ehemaligen Volk der Dichter und Denker dann zu den Massenmördern im Nationalsozialismus, zurück zu den Gutmenschen, jetzt sage ich mal ein bisschen überspitzt, das der heutigen Zeit. Da sieht man ja schon, wie breit das Spektrum ist, der Variabilität, die da möglich ist. Und da würde ich auf jeden Fall vorsichtig sein, hier mit essentialistischen Zuordnungen gewalttätiger Gesellschaften, sei es jetzt aus biologischen oder kulturalistischen Gründen. Dankeschön, Herr Grimm. Jetzt möchte ich Sie alle drei einladen zu einem ganz kurzen Schlussgalopp, jeder drei Sätze. Sie haben studiert Literaturwissenschaft, Philosophie. Sie bearbeiten jetzt bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Was hat Sie dazu gebracht, im Bereich Gewaltkonflikt Forschung und Bewältigung zu gehen? Das Versprechen, dass wenn wir hingucken, wenn wir in Konflikt gehen, wenn wir ein Gedächtnis entwickeln, dass das das Einzige ist, was uns hilft, die Zukunft zu gestalten, und der tiefe Optimismus, dass wir alle dazu gemeinsam in der Lage sind. Herr Zick, Sie als Sozialpsychologe... Ich weiß es nicht, weil wir als gelernter Psychologe weiß ich, dass wir unser eigenes Verhalten am schlechtesten erklären können. Wir auch nicht therapieren können. Ich denke darüber tatsächlich sehr, sehr lange nach, weil ich oft die Frage jetzt kriege, je älter ich werde, umso häufiger kriege ich die Frage gestellt. Das merkt man, wenn wir älter werden. Wie bist du geworden? Ich glaube vielleicht, das ist nur eine Vermutung, nur eine These. Drei Sätze. Erstens, mein Vater hat den Bartsch-Prozess geleitet, den ersten, den Kindermörderprozess. Und ich habe einen Patenonkel gehabt, Günter Bohrung, der hat den Majdanek-Prozess geleitet. Und die haben immer und immer und immer geredet. Und die haben immer und immer und immer über diese furchtbare Gewalt geredet. Und ich habe heimlich in die Akten geguckt. Das wissen sie nicht. Sind beide verstorben und sie wissen es nicht, dass wir als Kinder da reingeguckt haben. Das kann sein. Waren mehr als drei Sätze, aber gute und spannende. Danke. Herr Grimm, Sie haben das Schlusswort. Ja, es ist wie kam nicht es bei so Ihnen? Einfach zu beantworten. Ich erinnere mich, dass ich als Kind mal eine Phase hatte, wo ich in unserer Siedlung der Prügelknabe war. Und dann bin ich zu meinem Vater gelaufen. Der hat gesagt, du musst dich halt wehren. Und das sagte ich, wie? Und das sagt er immer, auf die Nase. Und dann bin ich vom Prügelknaben zum Schläger konvertiert. Das hat aber auch nicht gut funktioniert, weil nämlich anschließend niemand mehr mit mir spielen wollte, weil ich ständig am Prügeln war. Und dann habe ich beschlossen, tatsächlich, als ich in die Schule kam, irgendwie mit dieser ganzen Prügelei Schluss zu machen und ein neues Leben zu beginnen. Also irgendwie hat mich diese Gewaltfrage schon von Kindesbeinen an begleitet und hat letztendlich, also ich habe dann auch Kriegsdienst verweigert, zu einer sehr gewaltkritischen Einstellung geführt. Aber ich habe es auf jeden Fall sehr hautnah erlebt, was es bedeutet, mit Gewalt konfrontiert zu werden. Dankeschön für diesen schönen Schluss. Wir würden sehr gerne Ihre moralischen Papageien noch sehen im Bild. Aber ich glaube, das geht so einfach nicht. Das wird oder? Nicht möglich sein, weil das wird so schnell nicht möglich sein. Sozusagen, beim nächsten Mal mit iPad, wo können Sie dann schnell rüberlaufen? Das mache ich gerne. Jürgen Grimm, ganz herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben aus Wien. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Danke an Tahira Amer und an Andreas Zick und an Sie alle und für die hervorragende Vorbereitung wie immer an Otte Wetzel. Dankeschön. Guten Abend. Dankeschön.